Einen schönen guten Abend, liebe Motorsportfreunde, und ein herzliches Willkommen zum Finale des Renault Megane Cup von Virtual Racing e.V. Das Finale, man erkennt es vielleicht, die Insider werden diese Stelle hier erkennen. Wir sind in Silverstone, im Home of British Motor Racing, auf der Grand Prix-Strecke des Großbritannien Grand Prix. Und wir werden heute hier eine schöne Meisterschaftsentscheidung sehen. Zwei Mann haben Chancen, hier den Titel zu holen in diesem Megane Cup in der ersten R-Faktor 2-Saison hier bei Virtual Racing e.V. Und das ist also der Stand jetzt, wie wir in dieses Finale reingehen. Da gibt es kein Netz und doppelten Boden. Streicher sind alle schon vergeben. Und das ist hier der Stand, wie es jetzt hier aussieht. 220 Punkte für Jonas Steffens, der als Top-Kandidat hier also in dieses Finale reingehen wird. Er also hat hier alle Trümpfe in der Hand, heute den Titel dingfest zu machen. Und das würde ganz gut passen, denn er ist ja selber auch Admin dieser Meisterschaft, Jonas Steffens, der also hier mit 220 Punkten die Nase vorn hat. Die zweite Position belegt Marco Saupe, der hat 8 Punkte weniger im Moment. Wir reden da von 212 Punkten. Und um jetzt mal ein Gefühl zu bekommen, wie das aussieht, wir haben in diesem Punktesystem, für den Sieg gibt es 30 Punkte, zunächst mal 2 Punktabstände. Bis runter zum 6. Platz. Da geht es also 30, 28, 26, 24 und so weiter. Das heißt, für einen Punktegleichstand müsste Marco Saupe dann bereits an Jonas Steffens dieses Rennen gewinnen. Und Jonas Steffens, der dürfte dann maximal auf dem 5. Platz ins Ziel kommen. Also das ist heute für Steffens eine, ich würde jetzt nicht sagen, es ist ein Selbstläufer, aber es ist sicherlich mehr Formalität als Kampf, denn unter die besten 5 kommt der normalerweise locker. Das also ist der Einzige, der ihm den Titel hier realistisch betrachtet noch wegnehmen kann. Raphael Stadelmann, leider ein Nuller im letzten Lauf, und das hat ihn komplett aus der Meisterschaft herauskatapultiert. 194 Punkte, das war ganz, ganz bitter für Raphael Stadelmann, der heute also hier wahrscheinlich dann nur noch um den 3. Platz kämpft gegen Markus Frühauf. Die beiden werden also hier Platz 3 untereinander ausmachen. Wir sehen, dass es da nur 2 Punkte Unterschied sind. Und dahinter, da ist es dann nicht mehr allzu spannend. Da ist dann Jürgen Prinz auf der 5. Position mit 141, Robert Worm. Dahinter dann Hagen Tröger, Henning Grosch, Stefan Erksmeier und Daniele Bonaventura. Das sind hier mal die Position auf den Top 10. Das ganz Wichtige aber heute, Jonas Steffens gegen Marco Saupe, das ist der Meisterschaftskampf, um den wird es also heute gehen. Ja, das mal die Ausgangssituation. Es wird in ungefähr 2 Minuten ins Qualifying gehen. Und das also hier ist, die sind die Fahrer, die heute an den Start gehen werden. Das ist der Spotter Guide hier. Und die wichtigen Fahrzeuge, das sind also einmal in der ersten Zeile der Jonas Steffens, in dem linken der beiden gelben Renault Megane mit der Startnummer 19. Das ist also derjenige, der heute alle Trümpfe in der Hand hat. Und der Herausforderer Marco Saupe, den finden wir da unten in der untersten Zeile in diesem charakteristischen Martini-Design. Der ist da also ziemlich mittig angeordnet. Und das ist der Herausforderer hier von Jonas Steffens im Meisterschaftskampf. Die beiden also werden heute den Titel untereinander ausmachen. Für den Sieg kommt aber noch der ein oder andere mehr in Frage. Raphael Stadelmann zum Beispiel, der sicherlich mit einer ganz schönen Portion Wut im Bauch hier dieses Finale in Angriff nehmen wird. Er ist aber da, und den finden wir da direkt als allerersten. In seinem blauen URT Renault Megane ist er also hier derjenige, der in der Meisterschaft lange dabei gewesen ist, aber dann leider diesen Nuller hatte, und das war halt einer zu viel. Damit fangen wir dann mal die ersten Bilder von der Strecke ein. Wir sind jetzt hier in den letzten Minuten des freien Trainings, und wir sehen, dass Marco Saupe, der Herausforderer in der Meisterschaft, erstmal mit seiner 201.946 hier die schnellste Zeit gesetzt hat. Stadelmann dann 2 Zehntel dahinter, der also im 202er Bereich, und dann Jonas Steffens bereits eine 203.3. Also da ist es dann doch eine etwas größere Lücke. Ah ne, sorry, das ist eine 2023. Das war bei mir gerade hier so ein ganz kleines bisschen verpixelt gewesen. Wir sehen die Abstände hier in dieser Tabelle dort. Da steht er dann nur mit 0,3 Sekunden. Dann Markus Frühauf auf der 4. Position.
Das ist Marc Brockmeier, den wir hier sehen. Das ist einer von 5 Fahrern, die gleich nur eine schnelle Runde fahren dürfen. Und darunter befindet sich auch Raphael Stadelmann. Der darf nämlich nur eine Runde in Angriff nehmen. Da gibt es dann auch noch ein paar andere, die davon betroffen sind. Einer ist Mike Neumann, dann haben wir Andreas Hessmann mit einer solchen Strafe, Marc Brockmeier gerade schon angekündigt, Thomas Tempel ist das ebenfalls. Die haben gecuttet im letzten Lauf und dürfen deshalb hier nur eine schnelle Runde fahren. Und ganz wichtig natürlich hier sollte man sich keinen Cut zu Schulden kommen lassen, denn das würde Strafpunkte geben. Und das ist jetzt natürlich auch noch so eine Sache, wir hoffen mal, dass jetzt die Meisterschaft hier nicht unbedingt um einen Punkt entschieden wird, weil sonst kann es passieren, dass tatsächlich noch hier die Cut-Strafen am Ende den Ausschlag geben. Also das wollen wir wirklich mal nicht hoffen, dass das passiert. Also Marco Saupe, schnellster Mann hier im freien Training, Startnummer 32. Er hat heute nichts zu verlieren. Er muss eigentlich gewinnen und muss dann also auf die Konkurrenz hoffen. Stadelmann sehen wir, Jonas Steffens hier im Bild, also der drittschnellste. Damit wäre alles in Lot. Markus Frühhoff dann hier im Bild. Er fährt da für das Team Green Flashes als Teamkollege von Lars Novak. Novak sehe ich allerdings hier nicht auf dem Server. Tim Neuendorf. Dann haben wir hier angesprochenen Marc Brockmeier. Stefan Erxmeier kürzt sich mit Erxi ab. Der war in Spa beim letzten Rennen, das wir übertragen haben, sehr gut drauf. Hier allerdings hat er doch einen gewissen Rückstand im Moment mit einer 203.116. Und jetzt geht es in das Qualifying hinein. Die Session wird jetzt gerade gewechselt. Deshalb werden die Fahrzeuge gerade mal kurz ausgeblendet. Und dann geht es also hier hinein. 20 Minuten Zeit jetzt. Da kann man sich jetzt schon am Boxenausgang aufstellen. Wir gehen nochmal gerade die Fahrer weiter durch. Hagen Tröger sehen wir hier in seinem markant orangen Fahrzeug. Dann Mike Neumann, den hatten wir in Spa-Francorchamps nicht gesehen. Der hat jetzt hier seine Streaming-Premiere. Zumindest mal was diese Meisterschaft angeht. Henning Grosch sehen wir hier mit der Startnummer 25. Dann Jürgen Prinz, der jetzt gerade hier aus der Box rausfährt. Das ist angesprochener Thomas Tempel, der also zu denen gehört, die nur eine Runde haben. Axel Dorner. Ein Fahrzeug, das dem von Peter Neuendorf zum Verwechseln ähnlich sieht. Uwe Grunberg, Teamkollege von Raphael Stadelmann. Das ist angesprochener Peter Neuendorf. Dann sehen wir hier Ralf Krämer. Und das ist Andreas Hessmer, der also heute auch von dieser Regelung betroffen ist, dass er nur eine schnelle Runde fahren darf. Und dann der letzte hier im Bunde, das ist Robert Worm. Das sind also im Moment 18 Mann, die sich hier auf dem Server tummeln. Damit sollte eigentlich genug Platz auf dieser Strecke sein. Sie ist mit 5,891 Kilometer eine der längeren im Kalender. Zwar nicht so lang wie Spa, aber es geht schon an die 6 Kilometer ja ran. Und Marco Sauper, also der frisch gebackene Meister der Formula Legends Meisterschaft, der könnte heute das Doppel hier machen. Er weiß aber selber, dass er das nicht selbst in der Hand hat. Und der fährt hier gerade an der alten Startzielgerade entlang bei Cobb's Corner und geht jetzt in Richtung dieser fantastischen Kurven von Beckett's. Wir allerdings starten hier auf der neuen Startzielgerade, sprich Turn 1 ist in diesem Fall die ultraschnelle Abbey-Kurve. Und das ist natürlich immer noch charakteristisch für Silverstone. Seit jeher ein Kurs, der sehr flüssige, weitläufige Kurven hat, sehr schnelle Ecken auch. Und das hat sich nie geändert, auch wenn es hier mittlerweile ein paar langsame Kurven gibt in diesem Arena-Komplex. Aber dafür wurde ja dann da hinten der Teil bei Brooklands entschärft. Beim jüngsten Umbau. Seit 1947 werden hier bereits Rennen gefahren. Allerdings dürfte das wohl die am meisten umgebaute Strecke aller Zeiten sein. Also dieser Kurs, der wurde so oft umgebaut. Und es wurden eigentlich immer mehr Kurven reingebaut und Schikanen. Ganz einfach, weil die Autos natürlich im Laufe der Zeit immer schneller geworden sind. Die alte Strecke heute, die würde man wahrscheinlich mit diesen Fahrzeugen hier beinahe überall voll fahren. Und damit geht's jetzt also los. Marco Sauper sticht jetzt rein. Die erste Kurve. Abbey ist also direkt mal ein richtiger neuralgischer Punkt auf dieser Strecke. Man darf da nicht zu weit rauskommen, sonst ist die Runde direkt im Eimer. Und es ist eine extreme Mutkurve, die macht richtig Spaß. Dann geht es gleich in den Arena-Komplex rein. Turn 3 im zweiten Gang. Und jetzt die langsamste Kurve. Village hier, Turn 4. Aufpassen, dass man nicht zu früh aufs Gas tritt. Da ist nämlich ein Teil Rasen vor der asphaltierten Auslaufzone. Turn 5 sollte in der Regel voll zu fahren sein. Das sollte normalerweise kein Problem darstellen mit diesen Fahrzeugen. Jetzt die Wellington Straight hinunter in Richtung Brooklands. Die Kurve ist etwas schneller geworden. Hier kommt die alte Strecke, die immer noch existiert.
Die wird im dritten Gang gefahren, links rum, und dann heißt es sich gleich positionieren für Luffield. Das ist Turn 7, da ist eine ganz langgezogene Rechtskurve, über 180 Grad. Dafür gibt es dahinter dem Curb sehr viel AstroTurf, auf dem man sich heraustragen lassen kann. Aber Achtung, Track Limits sind hier ein ganz großes Thema. Ich hatte es gerade schon mal thematisiert, es gibt hier beim letzten Rennen Strafpunkte, da man ja keine Strafen im Sinne von man darf nur eine schnelle Runde mehr verteilen kann nach dem Saisonfinale. Topscorner haben wir hinter uns gebracht, ist jetzt mittlerweile Turn 9 und jetzt also Maggots und dann rein in Beckets hier, und das ist natürlich die spaßigste Stelle hier auf dem ganzen Kurs. Das macht richtig Spaß, das Auto hier hin und her zu werfen, solange man die Linie richtig trifft. Und entscheidend ist hier, dass man für Chapel dann einen guten Winkel hat. Wenn man da vorher aus dem Rhythmus gekommen ist, dann verliert man unheimlich viel Schwung, wenn es dann hier auf die Hangar Straight geht, die dann in Richtung der Stone-Kurve geht, und das nochmal eine richtig schnelle Kurve im vierten Gang gefahren. Manche nehmen vielleicht auch den dritten, das hängt von der Übersetzung ab. Und da kann man früh wieder aufs Gas gehen, man hat da sehr viel Grip beim Rausbeschleunigen. Und jetzt nochmal eine etwas langsamere Ecke, Vale, Turn 16 ist das. Und dann geht es in die Club Corner, Turn 17. Das war mal eine einzelne Kurve, das sind jetzt mittlerweile zwei Kurven. Und das also hier Club Corner, die uns dann auf Startziel zurückbringt. Und dann sind wir nach zwei Minuten hier einmal rum. Marco Saupe kommt durch mit einer 203.188, das ist auf jeden Fall noch ausbaufähig. Aber hier braucht man vielleicht mehrere Runden, um die Reifen richtig auf Temperatur zu bringen. Das betrifft dann vor allem die rechte Fahrzeugseite. Es gibt hier eine ganze Menge Rechtskurven, das heißt, die Reifen links sollte man relativ schnell auf Temperatur kriegen. Aber auf der rechten Seite ist das gar nicht so einfach, weil der Großteil der Kurven wirklich rechts rumgeht, und so waschechte Linkskurven gibt es hier wirklich nur ganz wenige. Da ist hier diese Kurve 4, dieser ganz enge Arena-Komplex, da gibt es mal eine richtige Linkskurve, dann Brooklands natürlich. Und dann muss man eigentlich schon bis hin nach Beckets schauen, also sprich hier Jonas Steffens. Da sehen wir jetzt im Vordergrund die erste richtige Linkskurve, die dann hier erst nach Brooklands wiederkommt. Da geht es also von Turn 6 bis Turn 12. Das sind mehrere Kilometer, die der rechte Vorderreifen dann nicht belastet ist. Und das könnte so ein bisschen der Grund sein, dass man hier mehrere Runden Anlauf nimmt. Denn der rechte Vorderreifen, der kühlt da ganz gerne mal ab. Jonas Steffens noch ohne Zeit bislang. Bestzeit im Moment gehalten von Markus Früh auf 202.690. Schauen wir mal, was hierbei rauskommt. Das war auf jeden Fall schon mal eine Bestzeit in Sektor 1 mit einer halben Sekunde Vorsprung. In Sektor 2 war er gleich auf mit Früh auf. Sollte also eine neue Bestzeit geben für Jonas Steffens. Und der schiebt sich jetzt an die Spitze mit 202.646. Da ist es aber knapper geworden, als ich das jetzt eigentlich gedacht hätte. Denn er hat im ersten Sektor einen Vorsprung von über 4 Zehntelsekunden rausgefahren, bringt von denen aber nur 44.000stel rüber. Das hat er im dritten Sektor verloren. Also da geht durchaus noch was. Und hier kommt Markus Frühauf, gleich nochmal 6 Zehntel in Sektor 1 gefunden. Gegenüber seiner persönlichen Bestzeit, muss man da sagen. Also dieses Grün, das bezieht sich jetzt auf die persönliche Bestzeit. Er war allerdings auch 3 Zehntel schneller dort als Jonas Steffens. Also da wird es jetzt nochmal um einige schneller gehen. Marco Saupe ist aus seiner zweiten schnellen Runde wiedergekommen. 202.776 jetzt für den Meisterschaftszweitplatzierten. Damit bleibt er erstmal auf der dritten Position. Hagen Tröger sehen wir hier auf 4. Aber da wird es wahrscheinlich nicht bei bleiben, denn da kommen ja noch einige. Jetzt schauen wir mal, Raphael Stadelmann, ist der schon unterwegs? Nein, der wartet noch ab. Marc Brockmeier ebenso. Jaxi ist jetzt erst auf der Strecke. Mike Neumann an der Box und hier Peter Neuendorf, der allerdings auch noch auf einer Outlap unterwegs ist. 20 Minuten sind relativ wenig. Man darf hier kein Escape benutzen. Das heißt also, man sollte hier wirklich mehrere Runden am Stück fahren. Denn bei 2 Minuten, man merkt das schon, das sind 2 Minuten Outlap, 2 Minuten Inlap. Das heißt also, da gehen direkt mal 4 Minuten pro Anlauf flöten, und da macht man am besten eigentlich dann nur einen Boxenstopp hier, wenn überhaupt. Man könnte natürlich auch eventuell diese ganze Sache hier so durchfahren. Also sprich, die ganzen 20 Minuten nicht an die Box kommen. Die Reifen verschleißen nicht wirklich, zumindest mal am Anfang, die sind relativ konstant.
Das sind ja Fahrzeuge hier, diese Renault Megane, die mittlerweile nicht mehr aktuell sind. Die fahren im Rahmen der, oder sind gefahren im Rahmen der Renault World Series. Und haben dort also sehr, sehr haltbare Michelin-Reifen. Die sind mittlerweile abgelöst worden durch den RS01, einen reinen Sportprototypen, der eigentlich fast als LMP durchgehen würde. So, hier kommt Marco Saupe mit einer neuen Bestzeit. 2:02.298 für Marco Saupe. 2:88 ist das sogar. Also, Marco Saupe setzt sich hier an die Spitze. Das ist die neue Bestzeit. Wir sind allerdings immer noch etwa 3 Zehntel weg von der Zeit, die vorhin von Raphael Stadelmann hier vorexerziert wurde im freien Training. Allerdings hat der ja auch nur eine schnelle Runde heute. Marc Brockmeier ist jetzt gerade aus der Box gegangen. Der ist... Oder? Nee, da hat mich jetzt gerade aber das Tool hier genaht. Zeigt mir nämlich Marc Brockmeier eigentlich auf der Strecke an. Aber gut, sei es drum. Jetzt kommen wir hier zu Erxmeier und da werden wir dann mal sehen, was der im ersten Anlauf hier zeigen kann. Der hat sich also ein bisschen Zeit gelassen, bis er hier aus der Box rausgegangen ist. Bereich Brooklands, man muss da aufpassen, dass das Auto nicht anfängt zu springen. Erste Sektorzeit für Erxi ist aber nicht gut. Es ist eine 34.0. Mal zum Vergleich, Steffens hatte dort schon eine 33.2 gezeigt. Dann schauen wir mal. Der kommt jetzt nämlich gerade aus einer schnellen Runde zurück und hat eine persönliche Verbesserung. Also im Moment haben wir Saupe vor Steffens. Genau die umgedrehte Reihenfolge der Meisterschaft da auf den ersten zwei Positionen. Aber jetzt kommt Steffens aus einer schnellen Runde zurück. Er geht hier über die Linie, aber es reicht nicht. Er verbessert sich auf eine... Doch, es reicht. Doch, jetzt kommt die Bestätigung. 2:02.176 für Jonas Steffens. Das ist jetzt die neue Bestzeit. Also da hat er es hinten heraus im letzten Sektor noch geregelt. Da hat er Marco Saupe gerade ein bisschen was abgenommen. Also das ist jetzt eine neue Bestzeit hier für Jonas Steffens. Und Saupe kommt erstmal rein. Der geht jetzt also zur Hälfte dieses Qualifyings an die Box und holt sich frische Gummis ab. Rudolf auch nochmal mit einer persönlichen Bestzeit in Sektor 1, 33,6. Und Neuendorf hat sich jetzt hier auf der vierten Position einsortiert. Das also sicherlich mal eine sehr positive Leistung hier. Vierte Position. Und Erxmeier erstmal auf die fünfte Position gegangen. Hagen Trüger damit jetzt auf die sechs zurückgefallen. Der ist jetzt seinerseits auf einer schnellen Runde unterwegs. Hatte auch einen guten ersten Sektor. Der zweite allerdings ist in den 54er Bereich abgerutscht. Da haben wir schon einige 53er gesehen. Nichtsdestotrotz, er ist noch auf einer Verbesserung seiner Zeit um 71.000stel. Sauber da durch diese letzte Kurve hindurch durchklappt, das ist sehr, sehr wichtig und er hat das richtig hingekriegt und schiebt Erxi jetzt erst einmal auf die fünfte Position zurück. Das ist eine relativ knappe Angelegenheit dazwischen den beiden. Brügger also jetzt wieder auf der 5. Erxmeier, auf den Konter müssen wir noch ein bisschen warten. Er hat aber schon 14. alleine im ersten Sektor auf seine PB. Hat da jetzt eine 33,6 gefahren. Das ist durchaus auf dem Niveau, was da Markus Frühauf auf der dritten Position bisher gezeigt hat. Kommt gleich die Zeit aus dem zweiten Sektor. Und sie ist jetzt bei über 1,2 Sekunden Steigerung. Also damit wird sich jetzt Erxmeier da richtig nach vorne schieben. Und da wird er wahrscheinlich sogar bis auf die dritte Position damit nach vorne kommen können. Verbremst sich jetzt ein kleines bisschen. Ah, es war nicht ganz sauber da durchgefahren durch Stowe. Da hat er, glaube ich, jetzt ein bisschen was verloren. Denn da ist ihm auch ein bisschen das Heck eingedreht. Hat ein bisschen Turn-in-Oversteering gehabt. In so einer schnellen Kurve ist das recht unangenehm. Das hat er ganz gut wieder eingefangen. Aber man hat das gesehen, das Auto lag sehr, sehr unruhig. Und das kostet so ein paar hundertstel Sekunden. Jetzt schauen wir mal, was da auf dem Zielstrich noch bei rauskommt. Es ist die vierte Position. Also ich denke mal, da hat er Frühauf jetzt mit diesem kleinen Fehler da in Stowe
verfehlt. Den hättest du, Jose, mich noch packen können. Nichtsdestotrotz, er geht erstmal mit einer 2-0-2-7-6-8 auf die vierte Position. Wir müssen allerdings noch dran denken, dass Raphael Stadelmann da noch einen Schuss hat. Der ist jetzt auf die Strecke gegangen, befindet sich jetzt auf seiner Outlap. Tim Neuendorf befindet sich neben der Ideallinie und Uwe Grunberg oder der Grunberg fährt hier gar nicht mit. Dann war das Ralf Krämer, der hat da gerade einen abenteuerlichen Quersteher im Bereich Packets gehabt. Was haben wir hier? Axel Dorner, der hat entweder die Boxeneinfahrt verpasst oder einen Dreher in Vail gehabt. Damit hat er sich jetzt gleich zwei Runden verbaut. Ist aber trotzdem im Moment auf der achten Position geführt. Robert Worm, der probiert auch gerade mal da in Brooklands was aus. Leistet sich da einen Pylonfehler. Bosch an der Box. Das ist Peter Neuendorf, der gerade knapp außerhalb der Top 10 steht. In der Runde wird hier keine Steigerung kommen. Und dann schauen wir mal auf Raphael Stadelmann. Ja, also jetzt gleich genau eine Runde hat. Wir haben eine neue Bestzeit von Jonas Steffens, 201.808. Das ist jetzt schneller als das, was Stadelmann im freien Training gefahren hat. Und damit hat er jetzt fast eine halbe Sekunde Vorsprung auf Marco Saupe. Also, fantastische Runde hier von Jonas Steffens. 33.0 in Sektor 1, 53.3 in Sektor 2. Das sind jetzt mal die Anhaltspunkte hier für Raphael Stadelmann, der jetzt gleich auf seine einzige schnelle Runde geht. Also Pole dürfte jetzt schon schwer werden, wenn man nur einen Anlauf hat. Aber der wird natürlich schon ganz gerne da in die erste Startreihe fahren. Und jetzt schauen wir mal, was er hier in seiner schnellen Runde zustande bringt. So, damit geht's jetzt also los. Abby, bisschen spät dran, bisschen spät eingelenkt. Da wollte er jetzt wahrscheinlich auch nur mal sicher gehen, dass er nicht zu früh einlenkt und dann auf dem Curb weggeht. Und da hat er ein bisschen zu spät eingelenkt, da hat er ein bisschen Zeit liegen gelassen. Ja, das ist so schwer, da den Einlenkpunkt abzuschätzen in dieser Kurve. Jeder, der diese Strecke schon mal gefahren hat, der weiß das. So, Ende Sektor 1 am Ende der Wellington Straight, 33.4, ja, also wie angekündigt, er ist ein bisschen langsamer. Da hat er jetzt im ersten Sektor gleich mal 0,4 verloren. Damit wird das auch mit der ersten Reihe schon knapp werden, denn jetzt hat sich da auch Marco Saupe schiebt sich hier wieder auf die 1. Marco Saupe, 2,01,683. Oh, da geht aber noch richtig was hier in diesem Qualifying. Die Strecke scheint jetzt erst richtig schnell zu werden. Also Marco Saupe verbessert die Zeit hier nochmal deutlich. Wir sind immer noch hier bei Raphael Stadelmann in dessen einzigen Schuss. Jetzt ist er im Rhythmus drin, er hat Cox super erwischt. Aber da hat er natürlich jetzt schon ein bisschen Schaden mit angerichtet mit den bisherigen Kurven. Weiter Sektor war 53.3 von den schnellsten. Zeit, die man zwischen dem ersten und zweiten Messpunkt verbringt. So, jetzt schauen wir mal hier. 1,26,7 ist dann die Gesamtzeit. Und es ist auch eine 53.3 von Stadelmann. Also jetzt im zweiten Sektor ist er in den Rhythmus gekommen. Dritte Position sollte das allemal werden. Tim Neuendorf hat die mittlerweile inne. Mit einer 2,02,564. Denk mal, für den 201er Bereich hat er im ersten Sektor zu viel liegen gelassen. Und Erxi schiebt sich jetzt hier auf Rang 3 mit einer 0,02,432. Aber jetzt kommt Stadelmann. Also kann er die Zeit hier schlagen, die Erxmeier da vorgelegt hat. Er kann. 2,02,0, das ist jetzt erst einmal die dritte Position. Und ich denke mal, mit der Ausgangsposition kann er ganz gut leben. Und jetzt also zum Kampf um die Pole Position. Saupe, der hat mal fertig. Ja, obwohl theoretisch kann er jetzt noch eine schnelle Runde mit dem Reifensatz anfangen. Steffens, erster Sektor hier zu schlecht. Das heißt also, da muss er jetzt besser hier diese Runde nochmal vorsichtig machen und seine Kräfte nochmal bündeln für einen letzten Anlauf. Außer, das ist es schon gewesen. Von früh auf nochmal was, ja, der hat fast 0,4 in Sektor 1 schon mit einer 33,4. Oh, da ist Krämer abgeflogen.
zweite Sektor Zeit. Ja, er hat den Vorsprung, er hat ein bisschen was von dem Vorsprung verloren. War jetzt nicht ganz optimal der zweite Sektor, aber er hat noch eine Viertelsekunde, etwas mehr. Das wird jetzt ganz, ganz knapp werden mit der Zeit von Erxi dort. Wir sehen das. Das ist im Moment eine Viertelsekunde zwischen den beiden. Etwas früh eingelenkt, hat den Wurstkorb mitgenommen. Das kostet da aber nicht allzu viel Zeit. Das ist eine sehr, sehr langsame Kurve. Wichtiger ist hier, dass das am Ende passt. Und jetzt also in Richtung Zielstrich kommt rüber. Und er schiebt sich hier ganz, ganz dicht dran an Erxi, aber er schafft ihn nicht. Da hat er ihn jetzt ganz knapp verfehlt. Um wenige tausendste Sekunden. Bleibt da also jetzt erst einmal mit der Zeit auf der fünften Position. Brockmeier kommt aus seiner Runde zurück, schiebt sich auf Platz 6. Zwischen Frühauf und Tröger. Er legt seinerseits noch mal ein paar Hundertstel nach, da müsste aber noch mehr kommen. So, für Frühauf ist das jetzt hier der letzte Anlauf. Dadelmann hat seine Arbeit getan. Steffens jetzt noch einmal mit einer schnellen Runde und Saupe versucht es dann wohl auch nochmal. Ist da mit einem ganz frischen Reifensatz jetzt nochmal unterwegs. Steffens, der hatte gerade schon mal eine Runde gefahren. 2.028 war das, also da hat er dann nochmal Tempo rausgenommen. Jetzt muss es passen. Erster Sektor, 33.4. Haben wir schon schneller gesehen, ist aber eine in Relation zu seiner besten Runde persönliche Bestzeit, allerdings nur um 11.000stel. Raupe geht jetzt auf die Jagd, verbremst sich hier leicht, hat den Wagen aber noch. So, einige Fahrer haben den Server jetzt bereits verlassen, um nochmal einen Neustart zu machen, um dann für das Warm-up zurückzukehren, ganz einfach um die Crash-Gefahr nochmal zu minimieren. 33.2 von Saupe in Sektor 1. Das ist 81.000stel schneller als auf seiner bisher schnellsten Runde, als auf dieser 2.016. Fehler hier von Jonas Steffens im Bereich Chapel. Und aus diesem Grunde sehen wir jetzt auch, dass der Sektor 2 nicht grün unterlegt ist. Und er hat jetzt ein Plus stehen, plus 0.1. Das wird also nach Lage der Dinge nicht reichen. Und Frühauf schiebt sich jetzt noch auf die vierte Position um 9.000stel vorbei an Erxmeier. Und der hat abgebrochen. Also Erxi verliert die vierte Position jetzt noch ganz knapp um 9.000stel. Frühauf hat es da noch geschafft. Hat sich in die zweite Reihe geschoben. Raupe nochmal grün, nochmal 2/10. Also das lässt er sich hier wohl nicht mehr nehmen. Steffens hat die Runde bereits abgebrochen, ist an die Box gefahren. Also jetzt geht es nur noch um die Frage, wie weit drückt Marco Saupe die Zeit hier noch? Hat da ein etwas ausbrechendes Heck. Das hat jetzt eher Zeit gekostet. Die letzten drei Kurven jetzt für ihn. Hält sich da sehr weit weg vom Curb. Das scheinen die Fahrzeuge hier nicht so sehr zu vertragen. Hier nimmt er dafür umso mehr mit. Aber so ganz sauber sah jetzt dieser letzte Sektor nicht aus. Nichtsdestotrotz reicht es nochmal für eine PB. Da hat er jetzt nochmal wenige tausendste Sekunden abgefeilt. Die machen jetzt nicht mehr so viel aus. Er hat auf jeden Fall die Pole Position sicher. Marco Saupe und Jonas Steffens also bilden die erste Startreihe. Zweite Reihe dann Raphael Stadelmann und Markus Frühauf. Dann sehen wir Stefan Erxi auf der fünften Position, neben ihm Marc Brockmeier in Reihe 3, dann Hagen Tröger und Mike Neumann und Robert Worm und Axel Dorner, soweit mal die Top 10. Jetzt will ich die Startreihenfolge hier mal nicht weiter durchgehen, weil es sind ja einige vom Server runtergegangen, die werden jetzt im Warm-up wieder draufkommen. Und da kann es sein, dass die sich da noch irgendwo mitten reinschieben. Das also war es jetzt erst einmal hier vom Qualifying. Wir machen eine ganz kurze Pause und sind dann gleich zurück mit dem Warm-up und dem Rennen.
10 Minuten Warm-up sind jetzt angesagt beim Saisonfinale des Renault Megane Cup von Virtual Racing e.V. Die erste Saison mit R-Faktor 2 in der VR. Jetzt also kommt der Rennsprit in die Tanks und wir können uns ein bisschen auf das Rennen jetzt hier konzentrieren. Das sieht also so aus, dass wir jetzt hier gleich einen 60-minütigen Lauf haben. Und Voraussetzungen sind ähnlich wie in Spa-Francorchamps. Man wird tendenziell zweimal an die Box kommen müssen, weil diese Tanks halt einfach sehr, sehr klein sind. Normalerweise fahren diese Renault Megane oder sind diese Renault Megane Rennen von 25 bis 30 Minuten gefahren. Allerdings ist das hier jetzt so eine Sache. Man muss also nachtanken in diesem 60-minütigen Rennen. Und man wird einen kleinen Splash and Dash höchstwahrscheinlich am Ende des Rennens brauchen. Der Reifenverschleiß ist hier relativ hoch, also ich habe mir da sagen lassen, dass die Fahrer sich nicht sicher sind, was man hier machen soll. Das wird ein strategisch sehr, sehr interessantes Rennen werden. Ein Reifenwechsel kostet 20 Sekunden extra. Wer allerdings hier sich nicht entschließt zu wechseln, der könnte hinten heraus massivste Probleme bekommen. Denn gerade der linke Vorderreifen, der geht hier natürlich richtig weg auf diesen Kurs, der so fließende Kurven hat. Mehrfach also solche Rechtskurven, die im dritten Gang und höher gefahren werden. Da wären Abby, Cops, Beckett und Stowe. Das sind sicherlich die härtesten Kurven und Lafitte ist dann auch nochmal so ein langgezogenes Ding. Etwas langsamer ist, aber auch auf diesen linken Vorderreifen geht und über den definiert sich das hier also alles. Markus Fühlhoff übt jetzt hier nochmal einen Start. So, ich versuche nochmal die Heckflügelkamera zu nehmen, aber ich habe da wenig Hoffnung, dass die so bleiben wird, weil wir hatten das beim letzten Mal. So, wenn wir dann da wieder drauf gegangen sind, dann war die wieder weg. So, hier steht einer, Henning Grosch. Der übt gerade Starts auf der Wellington Straight. Und hier haben wir Uwe Grunberg, der ist also auch noch auf den Server hier gekommen. So, und dann schauen wir jetzt gleich mal, wie die ersten Zeiten hier aussehen, wenn es dann im Renntrim zur Sache geht. Gabelmann wird der Erste sein, der über die Linie geht. Und der zieht Tim Neuendorf mit. Und der müsste eigentlich da irgendwo in den Top 10 sich noch einsortieren, weil der war ja vorhin irgendwo mal zwischenzeitlich Vierter. So, jetzt kommen die Zeiten also rein. Sind gar nicht mal so viel langsamer als im Qualifying. 2.028. 2.029 von diesen beiden. Wie kann man jetzt im Warm-Up nicht mehr austesten? Dafür sind diese 10 Minuten zu kurz.
Man kann jetzt hier nicht schauen, wie ist mein Reifenverschleiß und daraus dann eine Strategie ableiten. Das musste man alles schon im freien Training erledigen. Häufig, wir sehen es jetzt hier, Startübungen wie bei Marco Saupe, die Boxeneinfahrt, die übt auch nochmal der ein oder andere, einen richtigen Bremspunkt dazu kriegen für das Speedlimit. Stadelmann rutscht da ganz schön. Sehr, und ansonsten heißt es hier halt nochmal sich darauf einschießen, auf diese jetzt wieder neuen Gegebenheiten mit mehr Sprit. Aber das ist ja hier jetzt auch nicht so viel mehr Sprit. Wir reden hier von 40 Liter Tanks, also das ist so gut wie gar nichts. In diesem Grunde ist man halt auch jetzt relativ dicht an den Zeiten aus dem Qualifying dran. Fahrzeuge sind von ihrer Grundkonzeption her vergleichbar mit DTM-Autos. Es handelt sich also um reine Silhouettenfahrzeuge. Das ist ein reinrassiges Rennchassis, auf das dann diese Karosserie draufgebaut wurde. Außerhalb der World Series bei Renault kann man diese Fahrzeuge eigentlich dann nur noch bei Bergrennen einsetzen. Mittlerweile ist der Megane ja auch eingestampft worden. Er hatte damals den Clio V6 abgelöst. Dann gab es hier zwei Generationen dieser Renault Megane. Und jetzt also gibt es den RS01 als Nachfolgemodell. Es gibt einen bekannten Namen, den diese Meisterschaft hier hervorgebracht hat. Das ist Maxime Martin. Dem einen oder anderen aus dem Blancpain GT-Bereich und der DTM bekannt sein dürfte. Der hat hier in dieser Renault Megane Trophy angefangen. Das war, glaube ich, damals noch mit dem Vorjahresmodell. Das ist schon ein paar Jahre her. Ansonsten ist das hier eigentlich eine Meisterschaft eher für reiche Geschäftsleute, die jetzt nicht unbedingt sich die körperliche Herausforderung eines Langstreckenrennens zumuten wollen. Sehen wir gleich die erste Zeit hier von Jonas Steffens. Tim Neuendorf mittlerweile 2:02:02. Also der ist heute richtig gut aufgelegt. Und das braucht ja Marco Saupe. Saupe braucht da vorne Fahrer, die ganz da vorne reinfahren, um sich dann zwischen sich und Jonas Steffens zu schieben. Jena kommt. Ach, der geht jetzt erst auf seine schnelle Runde. Saupe übt weiter in Starts, von dem werden wir wahrscheinlich nichts bekommen. Manche lassen das Warm-up jetzt auch ganz weg, die schnappen nochmal frische Luft oder gehen nochmal eine rauchen. Jeder halt ganz, wie es ihm beliebt. So, auch Stadelmann nochmal mit einem Startversuch, wobei das jetzt, glaube ich, nicht so ganz zielführend ist, weil jetzt sind die Reifen ja schon ein ganz kleines bisschen verschlissen und sie sind jetzt auch wärmer, als sie es gleich in der Startaufstellung sein werden. Da kann man jetzt also einfalls noch rausfinden, wo der Druckpunkt der Kupplung liegt. So, letzte Minute hier im Warm-up läuft und dann geht es gleich auch ganz schnell in Richtung des Rennens. Wir werden dann eine Einführungsrunde sehen, da können wir uns dann nochmal die Startreihenfolge genau anschauen und dann einen stehenden Start. Früher auf 2:02:01, also da geht noch einiges. Das dürfte jetzt sogar schneller sein als das, was früher auf im Qualifying gefahren ist. Entweder hat der Grip nochmal zugenommen oder er hat das Qualifying nicht richtig hingekriegt und hat jetzt ohne Druck hier diese Runde so in den Asphalt geknallt. So, die Zeit von Jonas Steffens nehmen wir noch mit. Wird auf jeden Fall auch sehr passable Zeiten, aber lässt sich nicht in die Karten schauen, was er zu leisten imstande ist. War in jedem Fall ein guter erster Sektor von Steffens. 33,5 und der zweite 53,5, also
Das wäre auch da in den Bereich um die 2020 gegangen. Und jetzt wird hier jeden Moment weitergeschaltet werden. Auf, der kriegt noch nicht genug, fährt noch weiter. Aber es wird jetzt jeden Moment weitergeschaltet werden. Warm-up-Session, die hat eigentlich einen Fall statistischen Wert. Man sieht jetzt hier gerade mal 6 Fahrer, die überhaupt eine Zeit gefahren haben. Hagen Tröger ist der andere, der noch unterwegs ist. Die warten jetzt also darauf, dass der Server dann hier in die nächste Session weiterschalten wird. Das dürfte jetzt auch jeden Moment der Fall sein. So, da haben wir's. Eine Recon Lab haben wir nicht. Es muss jetzt innerhalb von 30 Sekunden hier in die Startaufstellung gegangen werden. Und dann werden wir hier also die Reihenfolge sehen. Und die zeigt uns, dass also Tim Neuendorf sich auf der 6. Position einsortiert hat. Da hatten wir vorhin dann Brockmeier geführt, da war Neuendorf schon runter vom Server. Mal ein bisschen schwierig. So, alle haben schon mal in die Startaufstellung geschafft. Dann geht es jetzt los in die Einführungsrunde. So, das ist jetzt der Fall. Und damit schauen wir uns die Startaufstellung an. Marco Sauper also von der Pole Position. Wenn er gewinnt, dann wäre ein 4. Platz genug, dass Jonas Steffens die Meisterschaft definitiv sicher hat. Jetzt vorbehaltlich der Auswertung, was die Quali-Runden angeht. Raphael Stadelmann von der 3. Position. Er hatte nur eine schnelle Runde, gefolgt von Markus Frühauf auf der 4. Position. Stefan Erksi und Tim Neuendorf bilden dann die 3. Startreihe, gefolgt von Marc Brockmeier und Hagen Tröger, der von der 8. Position aus ins Rennen geht. Mike Neumann startet von der 9. Position, die Top 10, die werden dann komplettiert von Robert Worm. Jürgen Prinz startet dann außerhalb der Top 10 auf dem 11. Startplatz, neben ihm in Reihe 6 Axel Dorner. Henning Grosch auf der 13. Position, dann sehen wir Peter Neuendorf von Platz 14. Uwe Grunenberg geht von Rang 15 ins Rennen, die 8. Startreihe komplettiert Ralf Krämer. Und dann Startreihe 9 Andreas Hessmer und Thomas Tempel. Das also die Reihenfolge, wie es jetzt hier gleich losgehen wird. So, Reifen und vor allem auch Bremsen wollen jetzt auf Temperatur gebracht werden. Es gibt hier ein Speedlimit. Diese Fahrzeuge sind sehr diffizil im Reifen aufwärmen, also die können sehr schnell mal weggehen. Deshalb sehen wir hier im Moment auch eigentlich keinen, der wirklich mal solche Wedelbewegungen macht. Weil das ist mit diesem Fahrzeug wirklich sehr, sehr gefährlich. Das will man nicht aufschaukeln. Der dreht sich extrem schnell weg. Fast ein Formelfahrzeug. Ziemlich vergleichbar, also wie gesagt, mit DTM und Super GT, nur dass diese Fahrzeuge hier ein bisschen weniger Leistung haben. So, einige versuchen es jetzt hier auf der Hangar Straight, mal ihre Reifen aufzuwärmen, und jetzt steigt so langsam der Puls, wo die Einführungsrunde zu Ende geht. Oh, da haben wir schon den ersten, der sich raustut, ist Raphael Stadelmann. So, kriegt er das Fahrzeug wieder eingefangen? Ja, sieht so aus, und er wird auch nicht bis ans Ende des Feldes zurückfallen. Das heißt, er darf seine Startposition wieder einnehmen. Aber das ist genau das, was ich angesprochen hatte. Das ist nicht ganz ohne. Mit den Wedelbewegungen hier. Und das hat uns auch gezeigt, wie schnell dieses Fahrzeug ausbricht. So, damit also geht's. Jetzt jeder ins Grid. Dann steht dem Saisonfinale hier nichts mehr im Wege. 60 Minuten also, die auf dem Programm stehen. Die Ampeln sind auf Rot geschaltet, und dann geht es jetzt gleich los mit dem Finale des Renault Megane Cups. Meisterschaftskampf ist
Jetzt freigegeben. Start ist erfolgt und Erxi hat da einen tollen Start überrumpelt gleich mal da Raphael Stadelmann und vorne hat Jonas Steffens das etwas bessere Ende für sich. Aber das ist noch nicht durch. Jetzt geht's erstmal hier durch Abby und Saupe holt sich die Führung zurück. Im Hintergrund knallt es schon mal ein bisschen. Und Saupe geht als erster rein und früh auf über die Außenbahn, holt sich da den Platz von Jonas Steffens. Also es gibt einen Puffer zwischen Saupe und Steffens. Der darf sich jetzt hier nicht ins Boxhorn jagen lassen. Dritter Platz ist immer noch gut genug, aber jetzt ist schon Stadelmann da. Und früh auf musste da, glaube ich, ein bisschen vom Gas gehen. Und das hat dann Steffens auch wieder zur Bremse gezwungen. Der hat aber Stadelmann mittlerweile wieder im Griff. Anfahrt Lutz, wer hat jetzt einen längeren Atem? Jonas Steffens riskiert es auf der Innenbahn und holt sich die zweite Position sofort wieder zurück. Das hat er sehr schön hinbekommen. So, jetzt schauen wir mal, wie es dahinter aussieht. Frühauf Stadelmann, Neuendorf, Erxi, Brockmeier, Tröger, Prinz, Grosch, Dorner, Neuendorf. Also da gibt es zwei von denen, da müssen wir aufpassen. Tim und Peter, Neuendorf, Robert Worm ist ein bisschen zurückgefallen, Ralf Krämer. Andreas Hessmer, Uwe Grunberg, Mike Neumann. Allerdings sehe ich da jetzt soweit nicht, dass da jemand ganz weit zurückgefallen wäre. Damit kommt das Feld jetzt also gleich aus der ersten Runde zurück. So, jetzt schauen wir mal, ob wir hier eine Wiederholung bekommen. Nein, das ist nicht das, was ich haben wollte. Normalerweise geht der vor das Event dann, aber irgendwie hat er sich jetzt hier... Ja, also das Ding, das funktioniert nicht immer. So, jetzt, man sagt mir, ich soll dann einmal manuell ins Replay schalten, aber nee, das funktioniert immer noch nicht. Damit also jetzt erstmal zurück auf das Live-Bild. Steffens übt jetzt Druck auf Saupe aus. So, da könnte jetzt ein Angriff erfolgen. Jetzt schauen wir mal, ob er da reinzieht. Er zeigt sich zumindest mal, aber ein Angriff bleibt aus. So, jetzt schauen wir nochmal auf den Start. Und was da im hinteren Feld abgelaufen ist. Wir müssen das jetzt leider manuell einspielen, das Replay. Schauen wir mal, ob wir hier was erkennen. Ja, der Unfall ist davor abgelaufen. Da sehen wir es, Mike Neumann. Der ist da, ja, der ist sich mit Robert Worm da in die Quere gekommen. Allerdings kann ich da jetzt Worm keinen wirklichen Vorwurf machen. Da ist Neumann ziemlich in ihn reingezogen. Er hat ihn wahrscheinlich nicht gesehen. War da genau im toten Winkel. Die beiden Fahrzeuge sind ein bisschen rausgedrängt worden. So hat also Worm seine Position verloren. Mehr ist da aber auch nicht passiert. So, dann also jetzt zurück aufs Live-Bild. Wir haben da vorne nichts verpasst, oder? Doch, haben wir. Neuendorf ist auf die zweite Position gegangen. Das vermaledeite Ding geht wieder nicht. So, jetzt schauen wir mal. Aha. So, wenn wir auf Replay gehen und dann das Ding anwählen, dann funktioniert es. Und das hat er ganz locker Ausgangs Village gemacht. Als es aus dem Arena-Komplex rausgeht, hat er da mehr Schwung mitgenommen. Also, Neuendorf jetzt auf der zweiten Position. Noch bildet sich da kein wirklicher Abriss raus. Also bislang ist das hier noch eine ziemlich kompakte Gruppe da vorne. Die runter geht bis Raphael Stadelmann. Das wären also gut genug Piloten, die sich da zwischen Saupe und Steffens schieben könnten. Das wäre Steffens jetzt wahrscheinlich lieber, wenn sich da vorne drei oder vier Mann aus dem Staub machen würden. Sechs ist natürlich schon etwas riskanter. Hülhoff muss jetzt aufpassen, dass er den Anschluss nicht verliert. Er hat eine kleine Lücke gerade. Aber in so großen Gruppen stellt sich das meistens jede Runde etwas anders dar. Erxi hat richtig guten Anschluss jetzt hier an Jonas Steffens. Da muss der wahrscheinlich sogar schon verteidigen. Und vorne gibt es ebenfalls einen Angriff über die Außenbahn. Das ist sehr ambitioniert, aber das kann gehen. Wenn er jetzt nämlich dagegen geht, ist er innen. Und das geht sich aus. Neuendorf übernimmt hier die Führung von Saupe.
Das ist jetzt natürlich das, was der überhaupt nicht gewollt hat. Aber es ist der Team Neuendorf hier aufgelegt in den ersten Runden. Er hat sich da kurzerhand mal von der sechsten Startposition bis an die Spitze. Also das war stark. So, wir haben zwei an der Box. Peter Neuendorf hat das Rennen komplett beendet. Und Ralf Kramer ist an der Box. So, jetzt schauen wir mal, kriegen wir hier was raus? Nein. Moment. So, dann machen wir das jetzt so. In das Replay jetzt das Event anwählen und dann sollten wir es haben, aber da stand das schon zu dem Zeitpunkt. Schauen wir mal, wie er da hingekommen ist. Jetzt nicht sagen, wo genau das gewesen ist. Haben wir da irgendwie nach Beckett's aus. Das kann überall gewesen sein. Und da müssen wir jetzt raus, denn es hat sich an der Spitze was getan. Steffens ist auf die zweite Position gegangen. Das ist das Blöde, wenn dieses Ding nicht funktioniert, dann kriegt man das hier nämlich nicht mehr richtig mit. So, hier sehen wir es. Wo ist Marco Saupe? Der ist nur noch Sechster. Marco Saupe ist nur mehr auf der sechsten Position. Das kann nur heißen, dass der jetzt mal neben der Strecke gewesen ist. Und Brockmeier ist hier völlig raus. Wo ist Marc Brockmeier abgeblieben? Der fällt hier gerade komplett zurück. Da ist er. Als hätte er eine Strafe gehabt. Ne, zu dem Zeitpunkt war er schon da hinten. So, jetzt versuchen wir erstmal rauszukriegen, was war da mit Marco Saupe. So, hier haben wir's. Ah, da ist das Fahrzeug leicht unruhig geworden und da ist er kurz aus dem Rhythmus gekommen und musste sich dann hier wieder einsortieren. Da hat er sich fast weggedreht. Das ist richtig stark, dass er das Auto da noch halten konnte. So ist es für ihn also da runtergegangen und dann haben wir noch irgendwas rund um Marc Brockmeier gehabt, der komplett rausgefallen ist. Allerdings will das Tool das Ding jetzt auch nicht anwählen. Der ist jetzt nur mehr 15. Neymar steht immer noch an der Box. Das muss eine mordsmäßige Reparatur sein. So, Neuendorf hat jetzt also ein bisschen Vorsprung. Steffens auf der zweiten Position reicht für die Meisterschaft absolut aus. Es könnte ihm jetzt sogar ganz recht sein, wenn der sich da vorne nämlich absetzt. Dann ist ein Platz, der zwei Punkte mehr bekommt, als der andere für Marco Saupe nämlich schon nicht mehr zu erreichen. Also alles im Griff im Moment bei Jonas Steffens. Man könnte jetzt auch schon strategisch rangehen und jetzt einen Splash and Dash einlegen. Das wäre allerdings nur eine Option für solche Fahrer, die weit zurückgefallen sind. Und da käme jetzt allenfalls Marc Brockmeier für in Betracht. Dann könnte man sich da ein bisschen freie Bahn holen. Oh, da dreht sich einer! Da hat sich einer rausgedreht. Ist das der Führende? Ist das Neuendorf gewesen? Ja, es ist Neuendorf. Der hat sich rausgedreht. Tim Neuendorf schmeißt die Führung hier weg. Und da ist aber noch ein Fahrzeug involviert. Ist das... Nee, Stadelmann ist das nicht. Das ist ein Überrundeter. Das ist Krämer, der gerade aus der Box wieder rausgefahren ist. Aber Tim Neuendorf hat sich jetzt hier von der Strecke gedreht. Und ich glaube, das war ein Eigenverschulden. Jetzt schauen wir mal, dass wir das ganz schnell hier nochmal reinbekommen. Ja, mein Gott, was ist denn hier los? So, da kommt's. Nee, der Überrundete hat damit nichts zu tun. Nein, es ist schlicht und einfach ein Fahrfehler. Keine Traktionskontrolle in diesen Fahrzeugen. Und da ist er ganz bisschen zu früh auf dem Gas gewesen. Und ich hatte das gerade schon erklärt, die gehen so schnell weg, diese Megans. Und da ist die Führung plötzlich dahin und jetzt urplötzlich Jonas Steffens hier auf dem ersten Platz, ohne dass er irgendwie was dafür tun musste. Wenn die Gegner sich vor ihm so wegtun, dann nimmt er das Geschenk natürlich gerne an. Erxi auf 2, Stadelmann jetzt schon wieder Dritter. Dem der in der Startphase ein bisschen zurückgefallen war. Dann früh auf, dann Saupe.
Neuendorf ist bis auf den 7. Platz zurückgefallen und hat komplett den Anschluss an diese Gruppe verloren. Um das mit der Strategie nochmal zu vervollständigen, hier vorne kommt es jetzt für niemanden in Betracht, denn wenn man jetzt hier in die Box geht, dann kommt man da mitten ins Mittelfeld. Das will man jetzt zu diesem Zeitpunkt natürlich nicht. Momentan kann sich da keiner aus dieser Gruppe absetzen. Alles bleibt schön dicht beisammen. Verspricht ein ganz gutes Rennen dann zu werden, außer Frühauf. Der scheint mir langsam ein bisschen rauszufallen da vorne. Das hat sich gerade schon angedeutet. Oh, Stadelmann versucht es mal. Das sieht jetzt auch Marco Saupe dahinter. Der muss jetzt schauen, dass er da schnell vorbeikommt. Und dadurch, dass jetzt Stadelmann gerade Erxi bearbeitet, kann Steffen sich da vorne einen leichten Vorsprung ausfahren. Sehen wir, diese Fahrzeuge haben einen ziemlich gewaltigen Windschatten. Die reißen ein ziemliches Loch in die Luft. Das sind aerodynamisch hocheffiziente Autos, die aber auch einen entsprechenden Luftwiderstand dann mitbringen. Dann natürlich dem Hinterherfahrenden da erlauben, einen ganz schönen Überschuss in den Schatten aufzubauen. Jetzt sehen wir auch mal, was es ausmacht, wenn man hier etwas besser aus dieser Kurve rauskommt, Stadelmann. Ich denke mal, der hat jetzt einen ganz guten Schuss hier, denn er ist da wesentlich besser durch diesen ganzen Komplex durchgekommen. Erxi war ein bisschen zu schnell am Eingang, bezahlt das am Ausgang und genauso kommt es jetzt auch. Stadelmann ist innen daneben und das wird dann wohl die zweite Position sein. Da sehe ich jetzt keine Möglichkeit, wie Erxi da außen herum gegenhalten kann. Und da ist der Platzwechsel vollzogen. Aha, wir haben die Kamera noch. Noch ist die aktuell. Also mal springt er auf die nächste Kamera, mal hält er das so. Das ist jetzt der Blick raus aus dem Fahrzeug von Raphael Stadelmann. So, und Frühauf hat sich jetzt durch diesen Kampf da wieder ranfahren können. Saupe hingegen ist da rausgefallen. Ja, also mal einen kleinen Fehler. Eine 2-0-3er-Runde. Vorne fährt man Tiefe 202. So, Tim Neuendorf muss jetzt schnellstens vorbei an Jürgen Prinz. Wenn er da noch irgendeine Chance haben will, hier in Richtung der Podiumsplätze nochmal was auszurichten. Kommt aber nicht vorbei. Muss sich jetzt erstmal eine ganze Weile abstellen, denn jetzt kommt erstmal keine Überholstelle. Für eine halbe Runde. So, was ist mit Erxi los? Gerade einen Platz an Stadelmann verloren und jetzt ist auch Frühauf da. Eventuell hat er leicht die Reifen überhitzt. Reifen sind unheimlich empfindlich in R-Faktor 2. Ist ein sehr, sehr gutes Modell. Für viele als die Benchmark in Sachen Reifenphysik. Reicht hier wirklich aus, man verbremst sich einmal und das merkt man sofort. Kriegt diesen Überschuss von Stadelmann nicht hin. Gut durch diese Kurve gefahren. Hagen Tröger dann auf der 8. Position. Dann sehen wir hier einen Kampf zwischen Henning Grosch und Mike Neumann. Weiter geht es dann mit Axel Dorner und Robert Wurm. Die kämpfen um den 11. Platz. Hier ist so ein bisschen Pärchenbildung angesagt. Auf der 13. ist dann Marc Brockmeier, der sich jetzt wieder durch das Feld nach vorne fährt. Andreas Hessmer auf der 14. Position. Uwe Grünenberg ist 15. Aber hier sehen wir, am Ende des Feldes hat sich das schon sehr weit auseinandergezogen. Und Thomas Tempel ist dann der Letzte, der regulär noch fährt. Ralf Krämer, der hat Rundenrückstand.
Der hatte ja diesen ewigen Aufenthalt an der Box und Peter Neuendorf, der ist also bereits draußen. So, Stadelmann versucht die Lücke dazu Steffens zu schließen. Rühauf hat wieder abreißen lassen. Und Neuendorf ist schon wieder weg. Ei, da geht's schon wieder neben die Strecke. So, jetzt hat sich das Thema Podium mal erledigt. Auf die 10. Position ist es runtergegangen und jetzt ist Henning Bosch fällig. Mike Neumann ist daneben und das wird reichen jetzt in der Anbremszone. Da müsste er jetzt außenrum gegenhalten, um dann für die nächste innen zu sein, aber das lässt sich Neumann hier absolut nicht vom Brot nehmen. Worm kommt dahinter nicht an Dorner vorbei. So, Tim Neuendorf, schauen wir mal, was da passiert ist. Der ist zweimal, wird er mir hier off-track angezeigt. Also da ist wohl scheinbar zweimal was vorgefallen. Ist dann wohl wahrscheinlich schon in Abbey losgegangen. Ach, Herr Gott, es geht wieder nicht. So, dann machen wir Go Back Live und wählen das Ding jetzt nochmal an. Geht wieder nicht. Ehrlich. Aber es ist wieder auf dieselbe Art passiert. Dasselbe wie vorhin beim Rausbeschleunigen. Ja, eine Ehrenrunde. Damit sind natürlich alle Chancen, noch irgendwie auf das Podium zu kommen. Jetzt für Tim Neuendorf dahin. Zweimal derselbe Fehler. Da hat er vielleicht ein bisschen die Differentialeinstellungen nicht so ganz richtig hingekriegt. Ich weiß jetzt nicht, wie viel man da am Differential bei diesen Fahrzeugen verändern kann. Aber da hat man ganz klar gesehen, da war eine Schwäche im Fahrzeug. So, Stadelmann greift nach der Führung vor Blutens. Steffen sollte sich in Anbetracht der Meisterschaftssituation nicht zu hart wehren, aber er lässt es drauf ankommen. Versucht aus darum gegenzuhalten. Jetzt Lafield. Stadelmann kann nicht reinziehen. Und deshalb wird Steffens nochmal vorne bleiben. Riskantes Ding hier vom Meisterschaftstop-Anwärter. Er hätte Stadelmann auch fahren lassen können. Aber der will hier um den Sieg kämpfen. Also dem geht es nicht bloß darum, den Titel zu holen. Er will ihn auch mit Stil einfahren. Wir haben einen gewissen Vorsprung auf Erxi. Und das wird für Stadelmann nicht reichen. Da hat er keinen entscheidenden Überschuss hinbekommen. Scheint mir auf der Geraden ein bisschen schneller zu sein als die anderen. Also er hat vielleicht einen extra flachen Flügel. Hat sich jetzt aufgesplittet hier, zwei vorne weg und dann dieser Dreikampf, wobei Sauke noch nicht so richtig dort eingreifen konnte. Man sieht hier, wie wichtig Track Position ist. Sauke hatte das Rennen angeführt und jetzt liegt er auf Platz 5, aber kommt trotzdem nicht wieder nach vorne. Also einfach, weil die halt alle ein ähnliches Tempo fahren. Aber Stadelmann, der sieht mir hier am stärksten von allen aus. Der hat sich zunächst die zweite Position erkämpft und hat dann diese Lücke eigenständig geschlossen und war auch schon einmal um ein Haar vorbei gewesen. Für den Grosch geht es gerade noch ein bisschen nach hinten. Für den geht es jetzt ganz gewaltig nach hinten, denn der steht an der Box, wenn ich das hier richtig sehe. Ja, der hat wohl seinen ersten Stopp jetzt eingelegt. Gibt die Möglichkeit, dieses Rennen auch zu dritteln, also sprich zweimal dieselbe Spritmenge mitzunehmen. Und dann kann man beim zweiten Boxenstopp entscheiden, wie gut die Reifen jetzt noch in Schuss sind. Oh, jetzt geht's für Stadelmann mal gerade raus, weil er den Einlenkpunkt verfehlt. Ja.
So, Tim Neuendorf, das sind jetzt keine Teamkollegen, die wir hier sehen, sondern die fahren in diesen Gaststarterfahrzeugen. Oh, da, oh ja, jetzt knallt's. Ach Gott, jetzt fahren sie sich da gegenseitig ins Auto. Da hat Neumann die Kontrolle leicht verloren hier, eingangs des Beckett-Komplexes. Ich glaube, der ist da schon in Maggots nicht so ganz richtig zurechtgekommen. Und dann hat er sich gedreht und da kann natürlich dann in dieser Kurvenkombination der Hinterherfahrende auch nicht wirklich bremsen, weil wenn man das in der Kurve macht, dann bricht das Fahrzeug komplett aus. Brockmeier wird sich den Platz etwas unspektakulärer holen. Oh, denkst du? Da wehrt sich Axel Dorner ein bisschen heftiger. Und da, der ist noch nicht durch. Ne? Jetzt geht's wieder links herum. Ah, jetzt hat er. Da bremst sich da zwar leicht, aber da hat Dorner jetzt klar zurückgesteckt. Brockmeier ist auch da klar als schneller einzuschätzen. Der hatte sich ja in den Top 10 qualifiziert und ist da vorne mitgefahren. Nur irgendwie ist der rausgekommen. Das ist der einzige Vorfall, den wir nicht gesehen hatten, weil zu dem Zeitpunkt dann dieser Ausflug von Saupe kam. So, jetzt vielleicht mal eine Möglichkeit für früh auf. Aber Erxi hat das abgewehrt. Die Lücke wird immer größer nach vorn. Erxmeier kann das Tempo der ersten beiden nicht mehr mitgehen. Allerdings wundert mich, dass Saupe hier jetzt nicht so wirklich profitieren kann. Das heißt, dass der jetzt auch langsamer fährt als die beiden da vorn. Ach, herrlich, wie man da so zu dritt hintereinander hier durch diese ultraschnellen Beckett-Komplex durchfährt. Wir haben gerade gesehen, was da passieren kann, wenn der Vordermann auch nur einen kleinen Fehler macht. So, jetzt, es bleibt nur die Außenbahn. Ist das vielleicht sogar eine Chance für Saupe? Nein, der ist noch zu weit weg. Da muss Rühauf jetzt aufpassen. Wenn die Attacke schief geht, dann geht Saupe durch. Und aha, der zieht jetzt die strategische Karte. Was anderes blieb ihm da auch kaum übrig. Marco Saupe geht an die Box. Allerdings müssen ohnehin jetzt bald alle reinkommen. So, macht Saupe jetzt einen Full-Service oder wird nur getankt? Das ist jetzt halt die ganz große Frage. Neue Reifen, ja oder nein? Wir werden das jetzt gleich sehen, ob das Fahrzeug aufgebockt wird oder ob er wieder losfährt. Ah ja, er war aufgebockt. Also das war wohl ein Full-Service. Wobei ich mir jetzt nicht sicher bin, ob in R-Faktor 2 die Fahrzeuge nicht auch fürs Nachtanken aufgebockt werden. Es gibt manche Rennserien, die diese Regeln haben. Dass die Fahrzeuge auf den Stelzen stehen müssen, auch wenn kein Reifen gewechselt, sondern nur getankt wird. Wir werden dann gleich mal sehen, wo die anderen in Relation zu ihm wieder rauskommen. In jedem Fall ist Saupe allerdings mitten in einer Kampfgruppe gelandet. Das ist jetzt genau das, was er eigentlich nicht wollte. Er hat Tim Neuendorf vor sich. Der sollte ja nach Lage der Dinge eigentlich ein schneller Fahrer sein. Und das Tempo gehen können. Also das hält sich sozusagen, so gesehen, dann in Grenzen für Marco Saupe. So, und früh auf attackiert hier weiter. Bin ich mal gespannt, ob jemand den Boxenstopp da covert. Jetzt gibt es einen Fehler von Erxi und damit geht er durch. Während Stadelmann an der Spitze seit diesem Ausritt, den er da in Kops hatte, nicht mehr wirklich an Steffens herangekommen ist. Das kann schon dieser Rutscher zu viel gewesen sein, den ihm die Reifen krumm nehmen. Sieht man hier wirklich sehr, sehr gut in R-Faktor 2. Es gibt da so eine Grafik, die man sich einblenden lassen kann. Da gibt es so 6 übereinander gelegte Quadrate, die einem den Reifenzustand anzeigen. Am Anfang sind die alle 6 grün und irgendwann, ich glaube, wenn noch 4 übrig sind, werden die gelb. Und irgendwann werden die dann auch rot.
Und man sieht das sehr schön, wenn, sobald man mal driftet oder ein wildes Untersteuern hat, wie dieser, da kann man richtig sehen, wie sich dieses Kästchen abrasiert. Das hat man in R-Faktor 1 überhaupt nicht gehabt. Und wenn man einen Reifen blockiert, dann erst recht. Die reagieren ganz, ganz empfindlich auf solche Sachen. So, das hat früher auf jetzt allerdings so viel Zeit hier gekostet, dass ein Angriff auf die Spitze erst einmal nicht mehr möglich ist aus eigener Kraft. Aber jetzt wird er gleich ohnehin hier ein bisschen durchgerüttelt. So, Dorna ist an der Box. Da werden da jetzt ein paar Fahrzeuge durchgehen. Wir nähern uns der Rennhälfte. So, ich würde jetzt hier einmal gerne die Boxenstopps anzeigen, aber wie man sieht, funktioniert diese Anzeige nicht. Marco Saupe zum Beispiel müsste bereits eine 1 da stehen haben, deshalb bringt uns das jetzt herzlich wenig. So, jetzt ist Zwangsboxenstopp angesagt, jetzt gibt der Tank nicht mehr her. So, und dann werden wir jetzt mal sehen, was sich da tut. Erxi fährt noch weiter. Der schafft noch eine Runde mehr. 33 Minuten, das heißt, der käme mit 31 wieder an. Das würde also noch nicht ausreichen, um sich den Splash and Dash zu ersparen. Wäre natürlich eine Möglichkeit, warum der so langsam gewesen ist vorhin. Dass der sich den Splash sparen will. So, Steffens erstmal wieder raus, Stadelmann ebenfalls. Auf hat mir eher noch mehr an der Box verloren, als er ohnehin schon Rückstand hatte. Das sind aber jetzt keine 20 Sekunden, die sie irgendwie für einen Reifenwechsel geben. Achtung, da kommt Saupe und Saupe geht hier erstmal vorbei. Das ist dann jetzt hier Boxenstopp bereinigt, der dritte Platz. Oder der vierte. Das kommt darauf an, wo Erxi sich einsortiert. Könnte natürlich sein, dass der jetzt wieder zurückschlägt. In jedem Fall scheinen alle Fahrer dasselbe hier gemacht zu haben. Und ich glaube, ja, haben die Reifen gewechselt oder haben sie jetzt nicht gewechselt? Das ist jetzt die ganz große Frage. Also im Moment scheinen mir jedenfalls alle Fahrer hier unterwegs sind, dieselbe Strategie anzuschlagen. Bockmeier war glaube ich auch noch nicht drin. Das ist auf jeden Fall dann schon mal das Wichtige, dass wir jetzt hier eigentlich weiterhin ein normales Rennen in Anführungszeichen haben. Keiner versucht derzeit irgendwie was. Versucht der was? Er müsste noch eine Runde mehr rausquetschen. Entweder in diesem Stint oder halt im zweiten, wenn er sich den sparen will. Aber das funktioniert nicht. Er kommt jetzt rein. Und er ist auch ganz schön langsam unterwegs. Also dem geht... Ah, dem ist der Sprit, glaube ich, jetzt schon ausgegangen. Ich gab keinen Sound, aber ja, da ist alles aus und er rollt jetzt ohne Vortrieb in die Box rein. Schafft er das bis zum Boxenplatz? Die geht ganz, ganz leicht bergauf, aber ich glaube, er schafft es. Ah ne, die Boxengasse tut es nicht, man sieht das. Die Boxengasse ist gerade und die Start-Ziel-Gerade, die ist ein bisschen anders. Die geht ein bisschen bergauf. So, also das hat sich so gerade eben nochmal ausgegangen, aber das wird weitere Zeit gekostet haben. Damit müsste Saupe jetzt die dritte Position übernommen haben. Ja, da ist er sogar schon und geht vorbei. Also Steffen, Stadelmann, Saupe früh auf. Und jetzt sehen wir mal, was den Erxi das gekostet hat. Da geht's erst wieder los. Und er kommt wieder raus und es sind immer noch über 30 Minuten auf der Uhr. Jetzt muss man wirklich genau gucken, wie weit sind die Führenden inklusive Stopp. Ja.
Schwer zu sagen, wirklich schwer zu sagen. Also es sind jetzt 14 Runden gefahren. Jetzt ist die Frage, werden es 28 oder 29 Runden? Allerdings hat sich Erxi so viel Rückstand eingefangen, dass selbst wenn er den Boxenstopp oder sich diesen Splash erspart, er das Rennen trotzdem nicht gewinnt. Also das hat sich erledigt. So, Tim Neuendorf ist raus. Schauen wir mal, ob wir da eine Erklärung für finden. Ui, hat sich rausgedreht. So. Da keine Möglichkeit für mich, das Ding noch weiter zurückzuspulen. War auf jeden Fall wieder ein Abflug. Der dritte dann schon, den wir hier gesehen haben. Und was ist da mit Saupe? Ah, er fährt nur ein bisschen rüber, um den Windschatten abreißen zu lassen. Ich dachte schon, der wird jetzt langsamer. Hey, soweit ich das sehe, hat sich Neuendorf ganz oft gedreht. Ja, da ist ihm das Fahrzeug einmal gekommen. Dann hat er es eigentlich gehabt, aber dann kam noch mal ein Pendler dagegen. Und das Problem, wenn man das Auto dann einfängt, dann entlastet man mal ganz kurz den Hinterreifen, aber dann kommt das Pendelmomentum, sobald man dann den Gegenlenkeinschlag wieder auflöst, kommt die Belastung zurück auf den Reifen, die Querbelastung, und dann drehte sich das Fahrzeug gerne noch ein zweites Mal weg, und genau das ist da passiert. Wie diffizil diese Dinger zu fahren sind. Also, Jonas Steffens auf Meisterschaftskurs. Die Frage ist nur, wer gewinnt das Rennen? Stadelmann hat jetzt immer mehr verloren, auch beim Boxenstopp sind noch mal ein paar Sekunden draufgekommen. Kann er sich davon noch mal befreien? Er sah eigentlich sehr, sehr stark aus im ersten Stint. Zu diesem kleinen Ausritt, den er gehabt hat. So, und ich sehe eigentlich keinen, der jetzt hier irgendwie eine alternative Strategie probiert. Der Einzige, der jetzt beim Boxenstopp wirklich von seiner Position her nicht mehr da ist, wo er vorher war, ist Stefan Erxi, weil der halt dieses Spritproblem hatte. Erxi hat 27 Sekunden Rückstand, also das ist mehr als ein Splash and Dash. Allerdings sind es nur 17 bis Saupe. Für den dritten Platz. Die ersten beiden hatten ja ohnehin schon einen Vorsprung. Und Saupe, das ist ja eigentlich dann so sein Gegner, auf den er es abgesehen hätte. Aber er müsste dann natürlich jetzt in diesem Stint weitersparen und würde dann wahrscheinlich auch wieder mit fast leerem Tank über die Linie fahren. Ich glaube nicht, dass der Plan aufgeht. Aber wollen wir mal schauen. So, hier sehen wir mal den Vergleich der Zeiten aus der letzten Runde. Da war Raphael Stadelmann der schnellste mit einer 2:02:05. Also mal eine Viertelsekunde auf Steffens aufgeholt, und Saupe ist schon 7 Zehntel langsamer. Also die beiden, es hat ein bisschen gedauert, bis sich diese Gruppe aufgelöst hat, aber seitdem haben die beiden sich als die klaren Favoriten hier rauskristallisiert. Da haben wir noch einen. So, Brockmeier, der ist ja relativ früh an die Box gekommen. Ah ja, das könnte es sein. Der hat vielleicht diese Reverse-Strategie gemacht, die ich angesprochen habe. Dass der den Splash and Dash direkt am Anfang gemacht hat. Dann müsste er jetzt aber jeden Moment zu seinem regulären Service reinkommen. Der ist ja direkt am Anfang ganz da rausgefallen. Da
hatte mich gefragt, was da los war. Also eventuell war es keine Strafe, sondern ganz einfach ein vorgezogener Splash and Dash. Aber dann müsste er jetzt seinen normalen Boxenstopp absolvieren. Eigentlich eine relativ untypische Strategie, weil man sich ja dann durch das hintere Feld wieder durchkämpfen muss. Ich kann jetzt aber nicht sagen, ob er sich da irgendwo mal weggedreht hatte in den ersten Runden oder sonst irgendwas da vorgefallen war. Er müsste jetzt eigentlich kommen. Ja, das ist auch der Fall. Das ist jetzt sein regulärer Service. Das heißt, der wird auf keinen Fall, wenn die nachher alle ihren Splash machen, da wieder rauskommen, sondern der wird jetzt ein bisschen mehr verlieren. Aber er kann jetzt natürlich auch genau sagen, ob die Reifen das aushalten werden oder nicht. So, auch da wird das Fahrzeug aufgebockt. Weil ich jetzt also nicht sagen kann, ob die Reifen dann wirklich gewechselt werden oder nicht. Die hier, die mussten das natürlich mittlerweile abschätzen vorher, ob das mit den Reifen geht. Aber man kann diesen Splash jetzt natürlich auch zu jedem Zeitpunkt einlegen, den man will. Man ist natürlich dazu geneigt, den Tank leer zu fahren. Denn wenn man jetzt reinkommen würde und tankt jetzt, sagen wir mal, 10 Liter nach, dann würde man diese 10 Liter Sprit die ganze Zeit unnötig um die Strecke schleppen. Aber wenn man hinter einem anderen festhängt, wie es eventuell gerade Markus Früh auch passiert, dann kann man diese Möglichkeit durchaus in Betracht ziehen. Der Nachteil ist natürlich, man verliert Track Position. Man muss hoffen dann, dass man freie Bahn bekommt. So, Erxi hat sich jetzt hier rangefahren. Jürgen Prinz wird diesen Platz wahrscheinlich jetzt nicht lange halten können. Hoffmeier ist auf dem 10. Platz wieder unterwegs. Er hat sein Boxenpensum jetzt für diese Saison absolviert. Oh, da war ein bisschen Untersteuern bei Erxi drin. Schatten wirkt, aber Prinz lässt ihn abreißen. Oh, Überraschungsangriff vor Vale. Konnte aber da ganz eben nicht mehr verzögern. Es war aber nicht ungefährlich, was Prinz da gemacht hat, wenn man in der Bremszone dann noch versucht, vor den Vordermann zu ziehen. Fahrzeug, was wir da vorsehen, ist der überrundete Thomas Tempel. Oh, Prinz lässt es aber wirklich drauf ankommen hier. Gibt diesen Platz nicht ohne Kampf auf. Auch wenn es eigentlich ein hoffnungsloses Unterfangen ist, der wird den jetzt nicht noch die letzten 22 Minuten hier hinter sich halten können. Das kostet ihn jetzt natürlich ganz schön Zeit hier, vorausgesetzt, er spart sich wirklich den Splash. Dann ist das natürlich genau das, was er jetzt nicht gebraucht hat. Oh, das ist früh auf! So, jetzt ist er nochmal im Dreck, aber das geht glimpflich aus. Die Nummer hätte auch anders ausgehen können. Die Autos sind so unglaublich empfindlich. Steffens hat mittlerweile da vorne alles im Griff. Der hat plötzlich 10 Sekunden. Ja, wo kommt denn der Stadelmann da her? Ah, der hat einen Dreher gehabt. Ja, der hat einen Dreher gehabt, sehe ich hier gerade. Bei der Verfolgung von Steffens. Und jetzt sind es 10 Sekunden. In Brooklands kommt ihm das Heck. Er legt einen langsamen Dreher hin. Und damit ist das Ding um den Sieg jetzt durch. Jonas Steffens, ja, der Einzige, der keinen Fehler gemacht hat.
Das ist heute das Resultat eines Null-Fehler-Jobs. Aber es sind immer noch 20 Minuten zu fahren. Also, wir sind gerade mal bei der Zweidrittel-Marke hier. Jetzt kann er sich nur noch selbst schlagen. So, und in der Dramatik ist Erxi jetzt vorbeigegangen. Fangen wir natürlich auch nochmal ein. Der Hangar straight und da ist Prinz dann auf die Außenbahn gezogen. Weil Erxmeier ja den Fuß schon in der Tür hatte. Er muss dann einmal Kampflinie machen für Vale, aber dann hat er das Ding auch durch. Hier gibt es einen Kampf. Da war das ein indirektes Ding aus der Boxengasse. Aber der sieht so aus. Da ist irgendwas mit Brunenberg. Ah ja, da ist einer an die Box gekommen und das war das Überholmanöver. Ich habe es nur gesehen, dass hier Pass und Repass gewesen ist. Aber das war aufgrund der Boxeneinfahrt. Andreas Hessmer ist jetzt also drin, der diese dritte Strategie fährt. Erxi. Da wackelte das Auto wieder kurz. Den konnte er aber nochmal einfangen. Ziemlich riskant jetzt im Moment unterwegs. Da war er jetzt über dem Limit und aus diesem Grunde ist jetzt plötzlich Prinz auch wieder näher dran, als er das wahrscheinlich, als der das will. Und er kommt mit einem Überschuss. Und jetzt Achtung! Holt er sich den Platz jetzt zurück? Ah, energisch auf der Bremse, aber Prinz rutscht auch ein bisschen nach außen, deshalb kommt er da jetzt nicht rein. Aber er muss jetzt mehr Kampflinie machen, als er eigentlich will. Das kostet dann natürlich weitere Zeit. Soll er sich ein bisschen dadurch den. Oh, da kommt er auf den Körb, setzt auf und hat keinen Bodenkontakt mit dem Vorderreifen. Und jetzt ist Prinz auf gleicher Höhe und vorbei. Oh Gott, der Erxi könnte den Lenkrad beißen. Meine Güte, jetzt schmeißt er das alles wieder weg. Der Ausgangspunkt war dieser Fehler in Beckett. Und jetzt aber das alles wieder von vorne machen. Das Heck gewinnt er aber langsam nie. Der Spitze hat sich das hier ein bisschen entspannt. Hier sehen wir das. Da sind keine wirklichen Kampfabstände jetzt. Es gibt etwas weiter hinten noch einen Kampf. Das ist aber auch wirklich ganz hinten. Das ist Thomas Tempel und Ralf Krämer. Die sind zwar ganz eng zusammen, aber durch eine Runde getrennt. Also. Im Moment das Einzige, was wir haben, das hier, aber das ist dafür auch umso unterhaltsamer. Ist kein ausreichender Überschuss für Erxi. Das wird keinen Angriff geben. Ah, jetzt erledigt sich die Sache, weil Prinz zu seinem Splash kommt. Hat wohl genug jetzt da von der Kämpferei gehabt. Obwohl er ja eigentlich derjenige war, der es auf den Kampf hat ankommen lassen. Das hat sich auch ausgezahlt, weil Erxi sich nicht entscheidend absetzen konnte. So, ich bin mir nicht sicher, ob der nochmal an die Box kommt. Früh auf, das ist nicht Marco Sauke davor, sondern das ist der überrundete Andreas Hessmer. Eine Viertelstunde noch zu fahren und jetzt ist so ein ganz kleines bisschen die Luft hier raus. Wichtigste, was wir im Moment ist es doch nicht, weil Prinz kommt genau bei Robert Worm wieder raus.
Das ist jetzt allerdings kein wirkliches Duell und das ist jetzt für Prinz ganz, ganz schlecht. Jetzt hat er den nämlich vorgezogen, diesen Splash, und jetzt ist er dummerweise da hinter der Konkurrenz wieder rausgekommen. Und die können noch ungefähr 10 Minuten fahren. Sich den Platz jetzt wieder zurückerkämpfen. Wurm leistete auch keine große Gegenwehr. Hat da wahrscheinlich den Überblick über die strategische Situation. Das ist jetzt unsere Gelegenheit, auch nochmal hier ein paar Fahrer ins Bild zu holen, die wir jetzt noch nicht so viel hatten. Gut, Brockmeier, den hatten wir schon ein paar Mal, aber fahren wir mal ein bisschen mit Uwe Grünberg mit, damit sie hier natürlich auch ein bisschen auf Sendezeit kommen. Momentan verpassen wir nicht sonderlich viel, wollte ich gerade sagen. Da lese ich hier gerade, dass Markus Früh auf mal neben der Strecke war. Allerdings war das wahrscheinlich nur so ein Ding im Kopf, dass er da mal ganz kurz daneben gewesen ist. Denn er war gerade mal 6000stel langsamer als Saupin in dieser Runde. Robert Wurm steht jetzt an der Box, deshalb haben wir da gerade diese Platztausch gesehen. Und dreht sich gleich am Boxenausgang. Das war nicht im Sinne des Erfinders. Jetzt könnte sogar Grunberg noch durchgehen. Allerdings muss der selber auch noch zum Splash rein. Das ist also kein wirklicher Kampf hier. Kann sich allerdings mal kurzzeitig davor schieben. Dann in den Grosch auf der 11. Position. Schauen wir aber mal hier, ob es hier nochmal zum direkten Kampf kommt. Hitze fährt immer noch geschlossen weiter, kommt nicht zum Splash. Da wie Wurm deutlich engere Linien fährt. Aber so richtig rangekommen ist er auch nicht. Dann kriegt er jetzt ein. Oh, was haben wir da? Raphael Stadelmann ist neben der Strecke. Marco Saupe geht auf die zweite Position und es ist dieselbe Stelle wieder. Wieder dieselbe Stelle und dieselbe Art und Weise. Ja, ich hatte vorhin schon mal vermutet, dass der etwas weniger Heckflügel fährt. Und das sind dann solche Kurven, in denen sich das rächt. Die Reifen werden es ihm danken. Also damit Saupe jetzt Zweiter. Den Titel wird ihm das aber auch nicht mehr bringen. So, weiter vorne gibt es jetzt hier diese Auseinandersetzung, die sich anbahnt. Jürgen Prinz und Hagen Tröger, die sind auf derselben Strategie. Da könnte uns also noch was bevorstehen. So, Grunenberg und Wurm. Wurm mal vorbei an Grunenberg, hat jetzt die Nase vorn und das hat sich jetzt auch erledigt.
Thomas Tempel hat das Rennen mittlerweile aufgegeben. Unser dritter Ausfall. Und Saupe und Stadelmann sind jetzt beide drin. Da verändert sich jetzt aber nichts. Das ist nur dieser kurze Splash jetzt kurz vor Rennende. So, wo ist Erxi? Der kommt jetzt erst wieder auf die Zielgerade. Also selbst wenn er sich den Splash spart, das hat zu viel Zeit gekostet, dieser Kampf da mit Jürgen Prinz. Da ist nichts mehr zu holen. Und Jonas Steffens hat es voll im Griff. Fahrt zur Meisterschaft. Ein Boxenstopp steht noch bevor. Das dürfte jetzt auch langsam der Fall werden. Also viel weiter wird er mit dem Tank nicht mehr kommen. Waren ja nach 27 Minuten drin. Eine Runde können wir wahrscheinlich theoretisch noch machen. Und die nimmt er auch in Angriff. Ja, wozu auch früher reinkommen? Das ist nur unnötiger Ballast, den man dann mit rumschleppt. Na, Prinz kann sich absetzen von Tröger. Ich glaube nicht, dass die beiden noch zueinander finden werden. So, dann also mal in den Grosch, von dem haben wir heute nicht so sonderlich viel gesehen. Der war, glaube ich, nur einmal in einem Kampf. Aber auch war jetzt jenseits der Top 10 in diesem Rennen nicht ganz so viel los. Da hat sich das ziemlich schnell auseinandergezogen. So, auf der 12. Position dann Mike Neumann. Den hatten wir ja vorhin mal in einem Kampf gesehen. Da hatte er kurzzeitig hier am Übergang von Maggots zu Beckets das Auto verloren und Tim Neuendorf ist ihm reingeknallt. War genau hier an dieser Stelle. Fahrzeug hinter ihm ist der führende Jonas Steffens. So, jetzt können wir mal schauen, was hier für Spitzengeschwindigkeiten erreicht werden. Aufgrund dieses enormen Anpressdrucks ist das nicht allzu viel, man sieht das. Also mehr als 230 ist hier nicht drin mit den Dingern. Etwas mehr als 230 waren es, glaube ich. Das, obwohl da rund 400 PS starke Motoren drin werkeln, also untermotorisiert sind sie jetzt nicht. Und Steffens ist zum Boxenstopp gekommen. So, geht alles komplett ohne Probleme über die Bühne. Früh auf fährt noch eine Runde weiter, aber Steffens wird wahrscheinlich selbst dann als Führender da rauskommen. Ja, Frühauf kommt erst hier an. Also, das war der letzte Boxenstopp auf dem Weg zur Meisterschaft. So, Stadelmann, der könnte vielleicht nochmal was gegen Sauper ausrichten. Erxi müssen wir mal schauen, ob der durchfährt oder ob er doch nochmal reinkommen muss. Prinz und Tröger auseinandergezogen. Brockmeier, Worm. Also hier ist Brockmeier jetzt letztlich wieder rausgekommen. Also da sieht man, dann ist auch klar, dass alle die Reifen gewechselt haben.
Aber das war dann jetzt ein 20, das ist jetzt dieses 20 Sekunden Polster. Hier ist Eaxi und hier an denen war er ja dran. So, Grunenberg, der kommt jetzt zu seinem Stopp. Brosch wird wahrscheinlich auch noch gleich reinkommen. Und dann haben wir hier Mike Neumann. Der nächste wäre dann Axel Dorner. Der nächste, von dem wir jetzt in diesem Rennen nicht allzu viel gesehen haben. Er liegt gerade zwischen den beiden Führenden. Wobei früh auf jetzt eigentlich fällig ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der jetzt noch so viel Sprit spart, dass der den Splash nicht mehr macht. Kommen wir mal im Hintergrund. Ja, der fährt jetzt rein. Damit werden dann Saupe und Stadelmann wieder vorbeigehen. Andreas Hesma. Steuert seinen Boliden hier relativ einsam auf der 14. Position über den Kurs. Hat nach vorne 18 Sekunden Rückstand. Auf Ralf Krämer mehrere Runden Vorsprung. Das sind 2 bis 3 Runden. Immer fährt aber noch. Außen. Hat diesen ewig langen Boxenstopp zu Beginn des Rennens. So, da sehen wir, wo Frühloff wieder rausgekommen ist. Hinter Stadelmann und vor Eaxi. Bei dem wird sich jetzt am Ende dieser Runde entscheiden, ob er durchfahren kann oder ob er reinkommen muss. Er hat allerdings nach hinten einen Vorsprung von 30 Sekunden, also er kann sich den Splash erlauben, ohne dass er eine Position verliert. So, Brockmeier ist noch vorbei an Tröger, was ist da passiert? Ach, Tröger hatte noch gar nicht gestoppt, okay. Tröger musste also noch rein. Jetzt gibt es noch einen Platztausch. Jetzt ist Uwe Grunenberg zurückgefallen und das war ein Manöver. Das war ein Überholmanöver. Ach nee, das ist ein Überholmanöver, weil der an die Box gekommen ist. Und deshalb ist jetzt auch Grunenberg wieder an Neumann vorbei. Also das passt alles. So, dann noch schnell zu Ralf Krämer, der also dieses Feld hier komplettiert. Der hatte einen ewig langen Boxenstopp zu Beginn des Rennens. So, um das Rätsel zu lösen, Eaxi kommt gerade an die Box. Und Mike Neumann hat noch ein DNF, wird dieses Rennen also nicht beenden. Allerdings wird er damit wahrscheinlich noch vor Krämer gewertet werden. Weil der ja so viele Runden Rückstand hat. Und die letzte Runde ist angesagt. Auf dem Weg zur Meisterschaft, Jonas Steffens. Administrator im R-Faktor-Bereich seit vielen, vielen Jahren. Das wird ein verdienter Titel sein. Marco Saupe wird es verschmerzen können. Er wusste, dass er es aus eigener Kraft hier nicht würde schaffen können. Und er hat ja bereits diese Woche schon einen Titel eingefahren. Früh auf ist jetzt noch an Stadelmann vorbei. Was ist da los? Hat sich Stadelmann da schon wieder an seiner Liebe... Ja, der Stadelmann hat sich schon wieder an der Stelle gedreht. Das gibt's ja nicht. Also dessen Rennen, das war jetzt hier auch nicht so das Wahre. Also den Podiumsplatz jetzt noch weggeworfen und früh auf hat ihn übernommen. Aber ein überlegener Sieg mit 15 Sekunden Vorsprung für Jonas Steffens.
der sich mit dieser Performance also nicht nur den Rennsieg, sondern auch den Meistertitel holt. Und da gratulieren wir Jonas Steffens, also er ist der erste Meister hier dieser R-Faktor 2 Meisterschaft. Er entscheidet den Renault Megane Cup mit einem Sieg für sich. Holt sich Rennsieg und Meisterschaft und Marco Saupo holt sich Platz 2 im Rennen und Platz 2 in der Gesamtwertung. Da brauchen wir jetzt auch gar nicht mehr nach irgendwelchen Auswertungen Ausschau zu halten, weil so viele Punkte Abzug kann es dann nicht geben. Und Markus Rühauf fährt auf das Podium. Dann Raphael Stadelmann als Vierter über die Linie. Stefan Erxmeier kommt dann auf die fünfte Position. Das waren die fünf, die zusammen mit Tim Neuendorf dieses Rennen zu Beginn bestimmt haben. Und hier, oh, Brockmeier ist da noch bis an Prinz rangefahren. Da gibt es noch einen richtig spannenden Kampf hier auf den letzten Metern. Aber das müsste Prinz jetzt durchbringen. Weil so viel Überschuss kann man hier nicht mehr holen. Prinz entscheidet diesen Kampf hier um die sechste Position für sich. Brockmeier wird Siebter und Tröger und Wurm, die hatten schon die ganze Runde hier einen Kampf und haben mehrfach die Positionen getauscht. Die hatten das unten links mal wieder gesehen, wie die Positionen sich da verändert haben. Und das war ein sehr ungünstiger Winkel von Hagen Tröger hier in der vorletzten Kurve. Und jetzt muss er ihn den Raum da lassen. Und Robert Wurm, oh, das geht jetzt aber hier Seite an Seite über die Linie. Und ich kann nicht sagen, wer die Nase da vorn gehabt hat. So, da schauen wir mal. Es war Hagen Tröger. Aber minimal. Ja, das war ja mal ein Finish hier zwischen den beiden. Henning Grosch wird Zehnter, weil ja Mike Neumann hier noch ausgeschieden ist. Haben die jetzt alle noch einen Platz gekriegt. Also Top 10 Platz für Henning Grosch und Uwe Grunenberg kommt dann auf die 11. Position. Der macht hier Fotofinish mit seinem Teamkollegen Ralf Krämer. So, und der Rest müsste eigentlich durch sein. Axel Dorner wird 12. 13. Andreas Hessmer. 14 Mike Neumann in der Box und 15. Ralf Krämer. Und jetzt schauen wir hier gerade nochmal, kriegen wir das nochmal drauf, diese letzte Runde hier. Da ging es nämlich nochmal richtig zur Sache zwischen den beiden. Also das nehmen wir nochmal zum Genießen mit. Robert Wurm geht hier erst einmal vorbei. Aber Tröger holt sich den Windschatten. Und bremst ihn hier wieder aus. So, und dann haben sie sich also bis zur Ziellinie gejagt. Das waren die Überholmanöver hier in diesem Kampf. Aber das ging dann nochmal richtig schön zur Sache. Wir haben das gerade nochmal im Ansatz gesehen. Also jedenfalls ist es das hier gerade mal vom Rennen gewesen. Wir machen einmal ganz kurz Pause und dann kommen wir gleich noch zurück mit den Siegerinterviews. User left your channel. User joined your channel. User was moved to your channel. User was moved to your channel.
So, damit kommen wir dann zu unserem strahlenden Sieger und zum neuen Meister hier, zum ersten Meister des Renault Megane Cup. Für, so, jetzt hat der Robert Wurm mir hier gerade noch halb auf die Finger gehauen und sagt mir ja aber mal eine ganz klare Richtigstellung. Also der Jonas Steffens ist nicht der Admin des Renault Megane Cup, sondern er ist der Chefadmin des gesamten R-Faktor-Bereichs in der Virtual Racing e.V., aber gut, sagen wir es mal so, er ist hier der große Boss und der Boss hat sich durchgesetzt. Jonas Steffens, herzlichen Glückwunsch, Spielsatz-Sieg am heutigen Tage und das in einem anfangs echt packenden Rennen, also da muss die Freude doch grenzenlos sein. Ja, das ist hier auf jeden Fall, Heiko. Im Moment kann ich es noch nicht ganz glauben, aber es fängt so langsam an. 10 Jahre in der VR, erste Meisterschaft. Ja, endlich. Ja, und das war ja ein echt interessanter Auftakt hier. Also, ich sag mal, bis zum Boxenstopp hätte ich gar nicht gedacht, dass du das Ding hier mit einem Sieg nach Hause fährst. Aber letztlich hat es geklappt. Wann hast du das realisiert, dass der Titel hier in Style eingefahren wird? Ja, auch erst nach dem ersten Boxenstopp, als der Raphael so ein bisschen zurückfiel. Vor dem Boxenstopp hat er ja richtig Alarm gemacht und wir sind irgendwie mal zu zweit da durch die engen Links-Rechts-Kehren gefahren. Und dann konnte ich mich so ein bisschen absetzen und nach dem Boxenstopp dann eben tatsächlich ein bisschen wegziehen. Und dann hat sich der Raphael offenbar irgendwo gedreht. Leider, leider. Ja, der Anfang des Rennens war sehr heikel. Da ging es ja echt hin und her mit den Positionen. Ja, ganz richtig. Und das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Wie hast du das da erlebt? Ich meine, du hattest ja auf der einen Seite eine Meisterschaft zu gewinnen und auf der anderen Seite dann so enges Racing da in einem Sechserpaket zu beginnen. Wie war da deine Herangehensweise? Versucht ganz einfach gar nicht an die Meisterschaft zu denken und einfach Spaß haben oder irgendwie ein bisschen defensiver agieren? Nee, die Meisterschaft hatte ich immer im Hinterkopf. Also mir war klar, dass wenn Marco gewinnt, und der war ja vorne am Anfang, Marco gewinnt, muss ich Fünfter werden, glaube ich, irgendwie so in dem Dreh. Und als die Meute dann hinter mir hing, da war ich schon ein bisschen am Überlegen, lasse ich die jetzt erstmal ziehen oder mache ich nach vorne Attacke oder versuche ich einfach zu bleiben, wo ich bin. Und ja, habe mich dann dazu entschieden, so ein bisschen auf Attacke nach vorne zu machen, um ja nicht irgendwie nach hinten durchgereicht zu werden. Ja, also mit Megane, wenn du da eine Kurve schlecht erwischt, einmal von der Ideallinie runter bist auf den Abrieb, Reifenabrieb, dann verlierst du schnell mal 3 Plätze, so eng wie das am Anfang war. Und das wollte ich halt auf jeden Fall vermeiden. Ja, mit der Vermeidungstaktik war es dann, glaube ich, vorbei, als der Marco Saupe ein bisschen zurückgefallen ist. Also gerade in dem Kampf mit Stadelmann hast du ja ganz gut gegengehalten. Ja, die haben ja heute das Ding echt auf dem Silbertablett serviert, ne? Marco mit einem Ausflug da über Maggots Beckets irgendwo in dem Dreh. Tim dann mit einem Dreher, Turn 3. Und plötzlich war ich Erster. Ja. So kann's gehen. Ja, so kann es wirklich gehen und dann am Ende, wie war es dann für dich? Am Ende war es relativ relaxed für dich mit dem großen Vorsprung oder hat das die Sache umso schwieriger gemacht? Anfangs sehr relaxed, also jedenfalls nach Raphaels Dreher da, als ich plötzlich 10 Sekunden oder 12 Sekunden Vorsprung hatte. Die letzten 10 Sekunden, da kam dann doch die Meisterschaft wieder in den Hinterkopf und hat sich versucht, in den Fokus zu drängen. Waren 2, 3 nicht so saubere Runden dabei, aber da muss man dann einfach durch. Und ja, der Vorsprung war ja auch groß genug, dass das kein Problem war. Ja, ich denke mal, du meintest die letzten 10 Minuten dabei. Die können dann verdammt lang werden, ja? Ja, die wurden, die gingen nicht sehr schnell um, die 10 Minuten, ne? Ja, aber jetzt hast du es geschafft. Also genieß deinen Triumph. Das war wirklich verdient herausgefahren. Also ich denke mal, das Rennen hat heute gezeigt, warum du den Titel geholt hast. Also eine tolle Vorstellung hier. Gratulation nochmal und dann natürlich eine schöne Sommerpause. Jo, danke. So, und damit also zu Marco Saupe. Ja, einen Meistertitel hat er geholt und heute kommt eine Vizemeisterschaft hinzu. Gratulation zu Platz 2 in zweierlei Hinsicht. Bist du zufrieden damit am Ende oder ist es doch ein bisschen traurig, dass das Doppel dir verwehrt geblieben ist?
Also ich kann dich jetzt nicht verstehen. Hört hier sonst jemand den Marco? Nein, ich auch nicht. Okay, also ich sehe, dass du sprichst, Marco, aber man hört dich nicht. Okay, Jetzt besser? dann. Ja, das ist besser. Gut, der Stecker war rausgerutscht. Okay, dann danke erstmal für die Glückwünsche. Nee, traurig bin ich nicht. Also ich hatte sowieso mehr Augenmerk auf die Formelmeisterschaft gelegt. Megan, ich hatte am Anfang der Saison überhaupt überlegt, fahre ich mit oder nicht und habe gedacht, ach, fährst mal mit zum Spaß, ohne Übung. Von daher bin ich eigentlich ohne Ziel in die Saison gegangen. Ich war dann ehrlich gesagt überrascht eher, dass ich, obwohl eigentlich Jonas immer vor mir war, ich am Ende noch Chancen hatte. Damit hatte ich eigentlich gar nicht gerechnet. Aber ich meine, in Silverstone, da ist die Wahrscheinlichkeit gering, dass er ausfällt. Und bei dem Speed, den er in den letzten Rennen hatte, selbst mit einem Dreher oder einem Ausflug für Platz 5 hätte es immer noch gereicht. Also da habe ich gar nicht groß drauf spekuliert. Und von daher ist zwei sowohl im Rennen als auch in der Meisterschaft voll in Ordnung. Ja, wie hast du das erlebt? Gerade die Anfangsphase, die war ja ziemlich wild. Ja, ich hatte im freien Training mal eine Tankfüllung leer gefahren und da waren die Reifen doch relativ weit runter und deswegen wollte ich die ersten 10, 15 Minuten erstmal ein bisschen Reifen sparen, vielleicht in der Hoffnung, wenn keiner vorbeikommt, bin ich dann noch mit vorne dran. Allerdings war ich dann in der einen Ecke ein bisschen zu vorsichtig und deswegen ist der Wagen ein bisschen ins Schlingern gekommen und ehe ich da einen Dreher riskiere oder die Reifen Plattbremse, habe ich gedacht, lieber mal kurz geradeaus. Aber im Endeffekt hat es ja durch die Probleme der anderen im Rennergebnis wahrscheinlich keinen Unterschied gemacht. Ich denke mal, Jonas hätte mich früher oder später sowieso bekommen, weil im Qualifying mal eine schnelle Runde, ja, aber im Rennen kriege ich das Tempo nicht so ganz hin, weil mir dann die Reifen einfach zu kaputt gehen. Ja, du hattest ja dann noch, ich glaube, du warst dahinter Frühauf und Erksi, wenn ich mich richtig erinnere. Die haben es sich ja richtig gegeben und du bist da in der Situation so ein bisschen hinten dran gewesen. War das für dich eher eine angenehme Position in der Hoffnung, dass du an beiden vorbeikamst, oder hat das die Sache erst richtig schwierig gemacht? Also als die beiden dann wirklich eng am Kämpfen waren, dann bin ich ja eigentlich auch gleich in die Box, um nicht hinter den beiden hängen zu bleiben. Ansonsten, sie standen mir eigentlich nicht im Weg rum. Ich hatte da in dem Moment noch ein bisschen Abstand und da bin ich dann halt eine Runde oder zwei eher in die Box, um es gar nicht dazu kommen zu lassen, dass ich vielleicht in der Zeit verliere. Also das war relativ entspannt, die Situation. Ja, dann danke ich dir auch für dein Interview. Tolle Saison von dir und auch ein tolles Rennen heute. Gratulation nochmal zu deinen Erreichten und dann schöne Ferien auch an dich. Danke. So, und dann noch zu Markus Frühauf. Ja, unverhofft kommt oft. Da wurde ihm auch noch ein Podiumsplatz hier am Ende gegeben. Also herzlichen Glückwunsch. Ja, Raphael Stadelmann hat sich da noch weggedreht. Am Ende für dich Platz 3. Ein sicherlich rundum zufriedenstellendes Ende der Saison. Ich weiß jetzt nur gerade gar nicht, wer von euch im Kampf um Meisterschaftsplatz 3 die Nase vorn hat. Vielleicht weißt du da mehr. Ich glaube, dass es Raphael ist. Also prinzipiell Ergebnis bin ich zufrieden. Dass ich Dritter geworden bin jetzt, ist natürlich toll, auch wenn etwas glücklich, aber immerhin der vierte Podestplatz im sechsten Rennen und insgesamt jetzt die 9. von 10 Top-5-Platzierungen überhaupt. Also zufrieden bin ich allemal, besonders da ich jetzt für dieses Rennen nicht sonderlich viel trainiert habe, wie sonst. Aber ich bin eigentlich recht zufrieden darüber das Rennen selbst und dass es jetzt die Saison so geändert hat. Ja, ihr müsstet meisterschaftsgleich sein jetzt, also mit gleichem Punktestand, aber ich glaube, Stadelmann hat in dieser Saison Siege eingefahren. Damit müsste der dritte Platz in der Meisterschaft an ihn gehen. Ja, ich denke mal, auch du hast einiges zu berichten von dem Rennen, denn du bist auch mittendrin gewesen in den Kämpfen, vor allem zu Beginn. Ja, es ist richtig. Also Start war wieder mal sehr gut. Gleich mal ein Raphael überholt und dann versucht natürlich im Kampf um Platz 1 einmal vorne mitzumischen. Leider ein bisschen unglücklich rausgekommen bei Maccott, Spex und Chappell.
Und dann war Raphael neben mir bei Cops und dann habe ich zwar ein bisschen die Tür zugemacht, aber wohl nicht energisch genug und plötzlich war er dann vor mir und dann ist er ein bisschen geradeaus gefahren, was dazu geführt, dass wir beide dann hinter den Tim und Stefan zurückgefallen sind. Und ja, dann habe ich das ja mehr oder weniger aus der ersten Reihe mir ansehen dürfen, wie es dazugegangen ist. Ich habe dann die Moment, ich habe dann nicht gesehen, was bei Tim passiert ist. Allerdings, was Marco dann passiert ist, habe ich gesehen. Und dann ging es halt gegen Stefan entsprechend weiter, den ich irgendwann mal überholen konnte. Und ja, so bis zum Boxenstopp ging es dann auch so dahin. Also, es war sehr intensiv. Zwar nicht so intensiv wie für die ersten drei, vier vorne, aber für meinen Teil hat es mir auch Spaß gemacht. Ja, das glaube ich dir gerne. Also, das war ein rundum gelungenes Saisonende für dich. Also, Gratulation nochmal zum Podiumsplatz und dann natürlich auch für dich eine schöne Sommerpause. Danke, dir auch. So, bevor wir hier zum Ende kommen, hat Jonas Steffens jetzt noch etwas zu sagen. Ich denke mal dann in seiner Funktion als Ligenadmin. Ja, das kommt auch gleich. Ich will aber noch ein Wort verlieren als Fahrer. Und zwar will ich dem Raphael zu einer super Leistung über die Saison gratulieren. Also der hat mich ja schon richtig ins Schwitzen gebracht, so am Anfang der Saison, Mitte der Saison. Und ja, sehr schade, dass er jetzt in den letzten zwei Rennen, dass es da nicht so gut gelaufen ist. Aber ich bin sicher, dass er wieder stark zurückkommen wird. Also tolle Saison, Raphael. Und zum anderen als ja, Admin wollte ich bloß noch sagen, nächste Saison geht es weiter mit dem Renault. Und wir hoffen natürlich, dass wir da vielleicht noch den einen oder anderen Starter mehr haben werden als die Saison. Ja, im August wird es losgehen, also haltet Ausschau auf Neuigkeiten bei uns im Forum oder auf dem Portal. Gut, das also die Abschlussworte hier von Jonas Steffens und da gibt es auch nicht mehr allzu viel dann da noch hinzuzufügen. Also das ist es gewesen vom Renault Megane Cup für die erste Saison, die hier mit R-Faktor 2 bei Virtual Racing e.V. mit diesem Fahrzeug gefahren worden ist. Das also war ein durchaus interessantes Saisonfinale. Wir haben einen würdigen Meister, wir hatten spannende Kämpfe, alles was dazugehört. Jetzt geht's also in die Sommerpause. Wir werden uns bei Virtual Racing e.V. dann sicherlich am anderen Ende des Sommers wieder melden, dann mit weiteren Live-Übertragungen. Für heute ist es das gewesen. Heiko Stritz gesagt, danke fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal. You were moved.